overwhelmed and very happy to see so many old friends here in Berlin and some new faces as well. Ich bin sehr überwältigt davon, dass ich jetzt hier heute so viele bekannte Gesichter wiedersehe und auch sehr viele neue. Of course, I know you all anyway, as soul. Natürlich kenne ich euch als Seele alle sowieso. Yeah. So for me, every meeting of this type is like a family reunion. Für mich ist jedes Treffen dieser Art wie heute so etwas wie eine Familienzusammenführung. And some people I've seen many times at different places, you know, at my workshops and all over Germany. And of course, it always makes me happy to see them again. You know. Viele von euch habe ich schon in verschiedenen anderen Orten in Deutschland getroffen, auf Workshops und so weiter. Und ich bin immer sehr glücklich darüber, wenn ich euch wiedersehen kann. I never know where I'm going to be from one moment to the next. I never know if I'm going to be back in America or if I'm going to stay here. It's always a question. Mein ganzes Leben ist immer sehr mit sehr vielen Fragezeichen verbunden. Ich weiß nie, wo ich als nächstes sein werde, in welcher Stadt oder ob ich nach Amerika zurückgehe oder in Deutschland bleibe. Ich weiß es nie vorher, was geschieht. Yeah. And I never know how many people there will be. I just don't have expectations. I just accept. Und ich weiß auch niemals vorher, wie viele Menschen da sein werden in Vorträgen und in Workshops. Ich habe gar keine Erwartungen. No, because every person is, every soul is very important. Jede Seele ist sehr wichtig. Yeah, as far as I see, you know. So wie ich, so sehe ich es. And I've heard that some people would not speak unless they had a certain amount of people. Well, that's not the way it is with me. Ich habe davon gehört, dass manche Menschen keine Veranstaltungen durchführen, wenn sie nicht eine bestimmte Anzahl von Menschen bekommen. Aber so kann ich das nicht sehen und so mache ich das auch nicht. No, I've had a whole workshop, a whole weekend workshop with just one lady, you know. So. Ich habe schon mal einen ganzen Wochenend-Workshop mit einer einzigen Dame gehabt. Yeah. And I asked her, well, you want your money back or you want to have the workshop? Ich habe sie vor die Wahl gestellt, möchtest du dein Geld zurückhaben oder möchtest du den Workshop machen? So we made the whole workshop. Also haben wir den ganzen Workshop gemacht. Wir haben all das gemacht, was ich auch mache, wenn 20 oder 25 Menschen da sind. I'm sure it's probably unforgettable for her. Ich bin sicher, dass das für sie unvergesslich ist. At this time I was even doing the Venusian dance and I also did this, you know. Zu der Zeit habe ich auch noch meinen venusischen Tanz aufgeführt und habe das auch in diesem Workshop mit ihr gemacht. Yeah, it didn't matter, it's okay. I can dance by myself anyway, so. Ich kann ja auch alleine tanzen. Yeah, the unknown history is something that really touches every human being. Die unbekannte Geschichte, die ich heute Abend erzählen möchte, ist eine Geschichte, die jeden Menschen sehr berührt. Because it helps you to understand who you are and why you're in the societies here on earth today. Denn es hilft euch zu verstehen, wer ihr seid und warum ihr in diesen Gesellschaften heute auf der Erde so lebt, wie sie heute existieren. And of course it's not the history that you learn in school or from society here on earth. Natürlich ist diese Geschichte anders als diejenige, die ihr in der Schule lernt oder von euren Gesellschaften gehört habt. Because what you learn from society is what they want you to know and not what is the truth naturally. Denn das, was ihr gelehrt bekommt von euren Gesellschaften, ist das, was ihr erfahren sollt und nicht, hat nicht unbedingt viel mit der Wahrheit zu tun. Yeah, and I hope that it will help you see things much clearer for yourselves. Have a deeper understanding and appreciation for this planet. So hoffe ich, dass durch die Geschichte, die ich euch erzähle, ihr mehr Klarheit bekommt, auch über euch selbst und ein tieferes Verständnis und Wertschätzung auch für den Planeten, auf dem ihr lebt. Because it is a very special planet. Denn es ist ein ganz besonderer Planet. And sometimes we take it for granted and we don't really appreciate the various life forms that reside here on this planet. Oft nehmen wir Dinge für selbstverständlich und schätzen auch die vielen Lebensformen nicht so, wie es notwendig wäre. Yeah, you don't realize how important every mineral and plant and everything that's living.
has a lot to do with the balance and the harmony of this planet. Ihr wisst vielleicht nicht, dass jedes einzelne Mineral, jede Pflanze, jedes Tier, alles was existiert, ganz besonders wichtig ist, auch für das ganze Gleichgewicht des Planeten. And that everything is a living soul. Und dass alles eine lebende Seele ist. And a part of creation and the creator. Und damit ein Teil der Schöpfung und des Schöpfers. And we have to start seeing everything as a part of creation and very important. Wir müssen alles lernen, so zu betrachten, dass es wie es ist, dass es ein Teil der Schöpfung ist und dass es daher sehr wichtig ist. Yeah. And it doesn't matter. I don't see you, you know, as a person. I see you as a soul. Wenn ich euch anschaue, dann sehe ich nicht als erstes eure Persönlichkeit, sondern eure Seele. Because the way we believe on Venus, we don't take your actions, your words, the way you look, anything is that is not what you are. That is only concepts and ideas that you pick up from the place where you live. Denn wir auf der Venus sehen nicht eure Taten, eure Gedanken, eure Gefühle, eure Kleidung, was auch immer ihr um euch herum habt, als das, was ihr seid, sondern als erstes eure Seele. Das ist das, was ihr in Wahrheit seid und nicht das andere. Yeah, it doesn't matter what you do or what you say. That's not what you are. Was auch immer ihr sagt oder was auch immer ihr tut, das ist nicht das, was ihr seid. Now, what you are is a soul. Was ihr seid, ist Seele. And the soul is perfect. Die Seele ist perfekt. And our concepts are the only things that create the perception of good and bad. Nur unsere Konzepte, unsere Vorstellungen erschaffen die Unterschiede auch in gut und schlecht. In reality it doesn't exist. In der Wirklichkeit gibt es das nicht. For a soul, there is no such thing as bad or good. Für die Seele gibt es kein Gut und kein Schlecht. It's just everything is a valuable experience. Alles ist nur eine wertvolle Erfahrung. And it's part of learning what the soul is and what the soul is not. Und die Seele lernt damit zu erfahren, was sie ist und was sie nicht ist. And that's what I try to take you step by step through in the workshops, a total different perception of yourself as soul. Das ist das, was ich in meinen Workshops mit euch mache. Ich gehe mit euch Schritt für Schritt durch, so dass ihr ein ganz anderes Vorstellungsvermögen über euch selbst bekommt, nämlich dass ihr Seele seid. And I try to present the truth. Ich versuche die Wahrheit zu präsentieren. And the responsibility that everything that you experience, you have created and you have to be responsible for it. Und auch die Verantwortung, denn alles, was ihr erfahrt, alles, was ihr erlebt, ist von euch selbst erschaffen und damit liegt die Verantwortung komplett bei euch selbst. And if you want a different world, then also you can change it. Und wenn ihr eine andere Welt haben möchtet, dann liegt es an euch, sie zu verändern. When you can change your consciousness and your perception, then you can change the way the world is. Wenn ihr eure Wahrnehmung und euer Bewusstsein verändert, dann könnt ihr die Welt verändern. Yeah, because you have created this world. Denn die Welt, so wie sie ist von euch erschaffen. And because you've accepted the concepts and the belief systems here as truth, then you live this. Denn ihr habt die Konzepte und die Glaubenssysteme, die ihr beigebracht bekommen habt, als eure Wahrheit übernommen und sie damit in euer Leben integriert. And I try to help you to realize that this is not really the truth. This is only a belief system and concepts. It's not from yourself. Was ich also versuche zu tun, euch das Verständnis zu vermitteln, dass dies nicht die Wahrheit ist, sondern Konzepte. And concepts are created by people. Und die Konzepte sind Menschen gemacht. Yeah. It's not from the soul. Nicht von der Seele. And the story I'm about to tell you, I'm going to tell you exactly like I was told. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, erzähle ich euch genau so, wie sie mir erzählt wurde. Because before I came to Earth, I had to know every detail of the situation on Earth and how it went through its changes and how it came to be what it is today. Denn bevor ich auf die Erde kam, musste ich alles über den Planeten Erde erfahren und auch über alle Veränderungen, die diese Erde durchlebt hat und so, wie sie dazu geworden ist, was sie heute ist. Yeah,
And so I was told the history of the planet from the time that it was first created. Und so wurde mir die Geschichte dieses Planeten erzählt, beginnend an dem Punkt, wo dieser Planet entstanden ist. I'm talking about a time before when the Earth was just a comet. Und sogar davor, als die Erde noch nur ein Komet gewesen war. There were four races of beings from faraway galaxies, not from this solar system here. Es gab vier verschiedene Wesen, Rassen aus fernen Galaxien, nicht aus unserem Sonnensystem. And these four races were highly intelligent. Diese vier Rassen waren sehr intelligent and very, very spiritually aware. Und sehr spirituell entwickelt und bewusst. And they communicated with telepathy. Sie haben telepathisch miteinander kommuniziert. And they were able to communicate with all living forms of minerals, plants, animals, everything. Und sie hatten auch die Fähigkeit, mit allen Lebensformen zu kommunizieren, telepathisch, mit allen Mineralien, Pflanzen und Tieren. And they understand the whole cosmos and the whole creation. They understood the whole how it works and how it came to be. Und sie haben ein komplettes, umfassendes Verständnis über den ganzen Kosmos gehabt, so wie er entstanden ist, so wie alles existiert. And their concept of God was that God was an energy source rather than a personalized human being. Und sie haben auch gewusst, dass Gott eine Energiequelle oder die Energiequelle ist und nicht ein personifiziertes Wesen. That everything was created from this creator. Sie wussten, dass alles, was existierte, von diesem Schöpfer erschaffen wurde, including themselves. Einschließlich sich selbst. And it was done out of love. Und dass alles aus Liebe heraus erschaffen wurde. Because the creator loved itself. Denn der Schöpfer liebte sich selbst. And it created everything in non-ending cycles so that itself would continue to exist. Und der Schöpfer hat alles aus sich selbst heraus erschaffen, so in nie endenden Zyklen, so dass er selbst niemals aufhören würde zu existieren. So therefore, out of love for itself, it created everything. Aus Liebe für sich selbst sozusagen hat der Schöpfer also alles erschaffen. So that's the basis for our creation. Das ist die Grundlage der Schöpfung. For our existence. Und für unser Dasein. And these beings could not even visualize or have a concept of destruction of any kind. Diese hochentwickelten Wesen waren nicht mal in der Lage, sich Zerstörung auch nur vorstellen zu können. Das war überhaupt nicht in ihren Konzepten vorhanden. They were so highly developed in their spirituality that everything was precious to them. Sie waren in ihrer Spiritualität so weit entwickelt, für sie war alles wertvoll. And they weren't afraid of death. Und sie hatten keine Angst vor dem Tod. Because death was just a transition from one existence to another. Denn sie wussten, dass der Tod nur ein Übergang von einer Existenzform in eine andere war. And they had went through this process many times. Und sie sind viele Male durch diesen Prozess gegangen. And they understood that they had went through the evolution of the mineral and the plants and the animals before they even reached the human consciousness. Und sie wussten auch, dass sie alle Evolutionszyklen bereits durchlaufen hatten, angefangen vom Mineralstadium über das Pflanzliche, das Tierische, bis sie überhaupt zu dem Punkt ankamen, wo sie selbst Menschen waren. So they had this understanding of creation of themselves. Und so hatten sie also auch vollkommenes Verständnis über sich selbst und ihre eigene Entwicklung. And a lot of their information and their purpose for living was taken from ascended masters and spiritual guides and angels in the other dimensions. And this is where they got the information of how to live and what to do in their life. Und sie waren auch ganz eng verbunden telepathisch mit aufgestiegenen Meistern und mit Engeln und mit anderen spirituellen Wesenheiten, wo sie Führung und Informationen herbekommen haben. Und auch daher immer die Informationen, was halt als nächstes ansteht. So they had a purpose for their living, for their life, you know. Sie hatten also einen Lebenszweck, eine Absicht. And they knew that the purpose of life was to serve a purpose
once that you serve this purpose, then you've completed this life and you continue on your evolution. Sie wussten, dass der Grund des Daseins der war, einem Zweck zu dienen, und wenn dieses erfüllt sein würde, würde sich die Existenzform verändern und man würde in die nächste Erfahrung gehen. And so they were directed by some higher powers, like the ascended masters and so on, that they were to travel to this solar system here. Und so bekamen sie von ihren aufgestiegenen Meistern zum Beispiel die Informationen, eine Reise in dieses Sonnensystem zu unternehmen. And there was four different races from four different directions coming in huge motherships to this solar system here. Und so kamen von vier fernen unterschiedlichen Galaxien, vier unterschiedlichen Richtungen, diese vier Rassen in dieses Sonnensystem mit ihren großen Mutterschiffen. I say the red race, and the white race, the black race, and the white race. And this is only speaking in Earth terminology, so that you get a concept of these four races. Um das Verständnis zu erleichtern, benutze ich die Worte die schwarze Rasse, die rote Rasse, die gelbe Rasse und die weiße Rasse, einfach nur um Worte zu benutzen, dass ich das erklären kann. Yeah. It's just a way of categorizing it, although I don't really like this terminology. Ich mag diese Terminologie und diese Wortwahl auch nicht so super gerne, aber es dient dazu, es eben zu kategorisieren. And of course they were all heading for this galaxy at the same time in this solar system in their big ships, and they had to search for planets to be their new home. Was sie also zu tun hatten, war, mit ihren großen Mutterschiffen in dieses Sonnensystem zu reisen und hier Planeten ausfindig zu machen, vier Planeten, die ihr neues Zuhause werden sollten. And of course they were choosing a planet that was similar in the environment and the size of their own planet. Und natürlich haben sie jeweils sich einen Planeten ausgewählt, der ihrer gewohnten Umgebung möglichst ähnelte. Excuse me. So, the black race chose Jupiter as its home. So hat die schwarze Rasse den Planeten Jupiter ausgewählt. And the red race chose Saturn. Und die rote Rasse den Saturn. And then the yellow race chose Mars. Und die gelbe Rasse den Mars. And the white race chose Venus. Und die weiße Rasse hat die Venus ausgewählt. These are some of the oldest planets in our solar system at this time. Das sind die zu der Zeit ältesten Planeten in diesem Sonnensystem gewesen. Because they were complete planets rotating around the sun, the central sun. Sie waren schon vollständige entwickelte Planeten, die rotierend um die Sonne sich bewegt haben. And of course they had a physical environment. Und sie hatten auch eine physische Umgebung. Yeah, it's not that way today, but then it did. So ist das heute nicht mehr auf diesem Planeten, aber zu der Zeit war es so. And of course they colonized these planets and set up their little societies with their people that they brought. Und so haben sie diese Planeten kolonisiert und ihre Leute, ihr Volk dort leben lassen. Yeah, they had thousands of people on each ship. These were huge motherships, you know. Diese riesig großen Mutterschiffe beherbergten immer Tausende von Menschen. Yeah. And they had the ability with their technology to travel through different dimensions, not just the physical. Sie hatten mit ihrer Technologie die Fähigkeit, durch die Dimensionen zu reisen, nicht nur durch die physische. And of course to all physical universes and galaxies as well. Sie konnten in alle physischen, auch in alle physischen Universen und Galaxien reisen. And they could travel forward and backward in time as well. Und sie konnten auch vorwärts und rückwärts in der Zeit reisen. Yeah, they had a great technology. And they could change the frequency of their ships and be invisible to the human eye. Sie hatten eine großartige Technologie und sie konnten auch die Frequenz ihrer Schiffe so verändern, dass diese Schiffe für das menschliche Auge unsichtbar wurden. Yeah, they mastered energy. Sie hatten die Energie gemeistert. Because energy is what everything is made of. Denn aus Energie ist ja alles gemacht. Yeah. Even the material things are just at a different frequency than the non-material. Auch die materiellen Dinge sind Energie. Sie schwingen nur in einer anderen Frequenz als die nicht-materiellen Dinge.
And now they're discovering that, of course, through the computer technology and satellites, and as you might see in your science fiction films and so on. Natürlich ist das alles schon jetzt dabei, herausgefunden zu werden, unter anderem auch mit Hilfe von Satelliten und von Computersystemen, und vieles kennt ihr auch aus Science Fiction Filmen. Yeah, the science fiction films, you know, a lot of things that they present in these films are reality, of course. Vieles, was in Science Fiction Filmen vorkommt, entspricht schon der Realität. Because everything that can be imagined can be created. Denn alles, was sich ein Mensch vorstellen kann, kann auch erschaffen werden. Yeah, and eventually it will be. Und eines Tages wird es auch so sein. Because that's exactly what your mental process was meant to be, your creative abilities. Denn ursprünglich war eure Fähigkeit zu denken, euer Mentalkörper, auch dazu gemeint, zu erschaffen. But of course it's been, manipulated more or less. Aber diese Funktion ist mehr oder weniger manipuliert worden. Yeah, unfortunately. Unglücklicherweise. But these people had the ability to visualize and manifest material things. Diese Menschen hatten die Fähigkeit zu visualisieren und materielle Dinge zu erschaffen. And of course they built temples. And these temples, these hidden temples on their planets, were doorways into the other dimensions, and they were able to manifest things from the other dimensions through these temples. Und sie haben auch auf ihren Planeten Tempelanlagen errichtet, die als Tore in die anderen Dimensionen dienten und wo sie selbst sich in andere Dimensionen bewegen konnten und wo sie auch aus anderen Dimensionen Dinge manifestieren, materialisieren konnten. And of course they were in complete harmony with one another, these four races, they worked together. Diese vier Rassen waren untereinander in vollkommener Harmonie miteinander und haben zusammen gearbeitet. Yeah. They considered themselves as one. Sie haben sich selbst als eins, als eine Einheit betrachtet. Yeah, a human race. Eine menschliche Rasse. And they didn't see a separation. Und sie haben keine Trennungen gesehen. And or a division. Oder Unterteilungen. They considered themselves as human beings and very fortunate. Sie haben sich selbst als menschliche, glückliche Wesen betrachtet. And they watched the planet Earth as it was in the process of its formation. Sie haben den Planeten Erde beobachtet, während er dabei war, sich zu formieren. Yeah, when it was just a comet circling through and it hadn't taken its place in rotation around the sun. But eventually, when it did fall in place, they were waiting for it and watching it. Of course, it took thousands of years, you know. Natürlich sprechen wir über riesig große Tausende von Jahren von Zeiträumen, als diese Rassen praktisch die Erde, die noch ein Komet gewesen war, sich durch unser Sonnensystem bewegt hatte und noch nicht ihre feste Umlaufbahn gefunden hatte. You know, time doesn't exist when you get so far advanced. You don't have a set life cycle of so many years. You don't have diseases, you don't have problems. And you can live thousands of years. Wenn ihr so weit entwickelt seid in eurem Bewusstsein, dann spielt kein Zeit einfach überhaupt keine Rolle mehr. Und dann gibt es auch keine Krankheiten und Ähnliches. Und die Zeitspannen des Lebens, der Existenz, die können natürlich viel, viel, viel größer sein. Yeah. And of course, time is only also a creation of people. You know, humans. Auch die Zeit wurde von Menschen erschaffen. Sie haben sich das ausgedacht. Yeah, it's to keep track of their days and nights and their years. Um halt die Kontrolle über Tag und Nacht und Jahre sozusagen in irgendeiner Weise zu haben. But in reality it doesn't exist. Aber in der Wirklichkeit existiert Zeit nicht. And soul has eternity. Und die Seele hat die Ewigkeit. And every life cycle is only a small grain of sand for the soul. Und jeder Lebenszyklus ist aus der Perspektive der Seele nur ein kleines Sandkorn. Yeah, nothing more. Nicht viel mehr. It's hard to imagine how long the soul has existed. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie lange die Seele existiert. So these people set up their colonies on these planets, and they were very happy. And of course, this was their new home. They didn't get homesick, and they didn't miss the old place because they had made a decision. This was their new place. Und so haben, wie gesagt, diese vier Rassen, diese vier Planeten in unserem Sonnensystem kolonisiert
und hatten auch kein Heimweh oder ähnliches. Es war deren Entscheidung und sie waren mit ihrer Entscheidung und ihrem neuen Heimatplaneten auch sehr glücklich. Yeah. And they knew that they could always communicate with their relatives, whether they were in the physical or not. Und sie wussten, dass sie natürlich immer mit ihren Verwandten kommunizieren konnten, egal in welcher Dimension wer auch immer sich gerade aufhielt. And so they was waiting for the Earth, you know, to form into a planet. Also warteten sie darauf, dass die Erde ein vollständiger Planet wird. Because they knew that it was very unusual and very beautiful planet with lots more water than most planets. Denn sie wussten schon, dass dieser Planet Erde ein wunderschöner Planet werden würde, der ganz was Besonderes sein würde, unter anderem, weil er viel, viel mehr Wasser haben würde als die meisten anderen Planeten. So they got the idea, after the planet was created, that they would go and they would bring mineral life and animal life and plant life from various different galaxies here to this Earth, and they would create a paradise. Also hatten sie die Entscheidung dann getroffen, als die Erde bereit dafür gewesen ist, aus verschiedenen Galaxien und allen möglichen Orten im Universum mineralisches, pflanzliches und tierisches Leben zu bringen und die Erde damit zu bevölkern und ein Paradies zu erschaffen. They wanted to create a planet where that so many various life forms could live in harmony and in balance. Sie wollten einen Planeten erschaffen, wo ganz viele unzählige verschiedene Lebensformen in Harmonie miteinander leben würden. And of course they did, you know, they seeded very many minerals and precious jewels and so many wonderful life forms here on the Earth. Und das taten sie auch. Sie haben wundervolle Lebensformen dann hier auf die Erde gebracht bzw. gesät. And the Earth had two moons at this time. Zu jener Zeit hatte die Erde zwei Monde. And of course there was many visitors that traveled through the solar system, and of course they looked at the Earth and they stopped to visit because it was like a paradise, you know. Und es gab immer viele Besucher und die Erde war einfach ein so schönes Paradies, dass sie sehr attraktiv und anziehend war für auch andere Besucher. Yeah, of course the word got around, you know, that you got to visit this planet. It's very beautiful. Das hat sich natürlich rumgesprochen, so nach dem Motto, ihr müsst mal diesen Planeten besuchen gehen, der ist wunderschön. And of course every being that lived in this solar system or outside this solar system wasn't highly spiritually developed or high in their consciousness, and they knew that as well. Und die vier hochentwickelten Rassen waren sich jedoch auch darüber bewusst, dass nicht alle Wesen denselben spirituellen Entwicklungsgrad hatten wie sie selbst und dass auch nicht so weit fortgeschrittene Wesen die Erde besuchen würden. And they knew that there were warlike beings, there were very dangerous beings as well. Sie wussten, dass es auch kriegerische und auch sehr gefährliche Wesen gab. But they didn't interfere. Aber sie haben sich niemals irgendwo eingemischt. Because they wouldn't even fight in self-defense. This was not in their nature. Es lag einfach nicht in ihrer Natur zu kämpfen, auch nicht, um sich selbst zu verteidigen. Yeah. They didn't feel that they could bring themselves to harm another human being, even if it meant that they would die. Sie hatten einfach nicht die Möglichkeit, aus ihrer Natur heraus irgendeinem anderen Wesen etwas anzutun, auch wenn das ihren eigenen Tod bedeuten würde. Then there came to the Earth two types of beings from another galaxy. They were a Deinoid and a Reptilian type of being. Dann kamen zwei Rassen von anderen Galaxien, um die Erde zu besuchen, und die eine war eine Dinoide Rasse und die andere eine Reptiloide. But they were highly intelligent. They walked on two legs. Aber sie waren sehr intelligent. Sie konnten auch auf zwei Beinen laufen. And of course they had the technology for space travel. Und sie hatten auch die Technologie, um durch das All zu reisen. And they considered themselves better than anything that was living. Und sie haben sich selbst betrachtet als etwas viel Wichtigeres und Besseres als alles andere, was existierte. Yeah, everything else was beneath them, their race. Aus ihrer Perspektive war alles, was existierte, unter ihnen. Yeah. And they, of course, was robbing the earth of its minerals and jewels and crystals and so on. Und sie haben die Erde dann angefangen auszubeuten und die Juwelen und die Kristalle und alle Schönheiten entwendet. And
Then they got into a war with one another over who would claim this planet as their own. Und dann sind sie sind sie in einer Auseinandersetzung darüber geraten, wem dieser Planet Erde nun gehören würde, und darüber haben sie einen Krieg miteinander angefangen. And of course they called soldiers from their home planets, and they came in ships, and they had nuclear weapons and laser weapons, and one of them created a base on the moon, on one of the moons of the Earth, and one on the Earth, and they continued this war night and day for maybe 50 years or so. Und sie haben auch Verstärkung von ihren Heimatplaneten geholt und angefordert und haben dann mit nuklearen und mit Laserwaffen diesen schrecklichen Krieg hier geführt, Tag und Nacht, mindestens für 50 Jahre oder so. Die eine Rasse hatte ihre Basis auf der Erde errichtet und die andere auf dem einen Mond. And eventually, of course, the Earth lay in ruins. Am Ende lag die Erde in Ruinen. And one of the moons was destroyed. Und einer der Monde wurde dabei zerstört. And then they went back to their galaxy, even leaving the wounded behind, because they had no use for the wounded. Und dann sind sie zurückgegangen in ihre eigenen Galaxien und haben auch einfach ihre Verwundeten zurückgelassen, weil sie für die keine Verwendung und kein Mitgefühl hatten. And so then the four different races said, okay, now we're going to go investigate and see what kind of damage is on the Earth and try to help the wounded that were left there. Und als die dann wieder weg waren, haben die vier Rassen in unserem Sonnensystem entschieden, die Erde zu untersuchen und zu schauen, was sie tun können und vielleicht auch den Verwundeten zu helfen. And of course, when they got to the Earth, they only sent four small ships from each planet, and they had doctors and technicians and scientists and so on. Sie haben nur jeweils vier kleinere Schiffe von ihren Planeten auf die Erde geschickt und hatten wichtige Menschen drauf, wie, weiß ich, Ärzte und Wissenschaftler zum Beispiel, um die Erde zu untersuchen. And when they got to the Earth, they realized it was much worse than they had calculated. Und als sie dann auf die Erde kamen, haben sie herausgefunden, dass alles ganz um einiges schlimmer war als das, was sie sich vorstellen konnten. Because there was such a radiation around the Earth, and everything was affected, and they could not even return to their home planets without affecting their planets and the people that were left behind. Denn durch den Krieg war die radioaktive Verseuchung auf der Erde so schlimm geworden, dass sie nicht mal selbst zurückkehren konnten zu ihren Heimatplaneten, weil sie die Verseuchung und die Strahlung mitgenommen hätten. So, they did their best to take care of the wounded and to repair what they could on the Earth, but they were stranded here. Also taten sie alles, um das Beste, was sie tun konnten, und auch um den Verwundeten hier zu helfen, aber in gewisser Weise waren sie hier gestrandet. And after about 50 or 60 years, a mutation began on the human beings that were here and on the reptoid and the dinoid beings. Und dann nach vielleicht 50, 60 Jahren fing langsam ein Mutationsprozess an, der die Reptiloiden und Dinoiden übrig gebliebenen betraf und auch die Menschen. So that the men through the radiation mutated into what you know as the Nathandarol, and the dinoid and the reptoid beings mutated into this large uncontrollable species. Und so mutierten dann die Menschen mit der Zeit in die Neandertaler, wie sie euch bekannt sind, und die Reptiloiden und Dinoiden unter anderem in diese riesig großen Dinosaurier, die uns bekannt sind. Yeah, and they lost their intelligence. Und da war die Intelligenz auch jeweils komplett verloren gegangen. So they only had then the instinct for survival. Sie hatten nur noch den Instinkt, um zu überleben, übrig. Yeah, and so the Earth was in the middle of, because of the one moon being destroyed, also had earthquakes and volcanoes and storms and tidal waves, and so it was in a really bad shape, you know. Die Erde war insgesamt auch deshalb noch in einem besonders schlechten Zustand, weil der eine Mond, wie gesagt, zerstört wurde, und daher gab es viele Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, große Überschwemmungen und Stürme.
And of course the giant beings were eating all of the vegetation that was available. Und die riesigen Wesen, die haben die ganze Vegetation aufgegessen. And whatever animals were available. Und natürlich und auch die Tiere, die zur Verfügung standen. And I think sometimes the humans also. Und they had to really fight for survival. Und ich meine auch, deswegen hatten sie auch nicht leicht hier überleben. The four races felt very sad because the earth was in such a condition and they were working carefully what they could do. Die vier Aspekten der Raumstand haben schwer daran gearbeitet, auszufinden und Lösungen zu finden, was sie für die Erde tun können. And they calculated and realized that a giant comet was entering into the atmosphere of the Earth. Und mit ihren technischen Möglichkeiten konnten sie errechnen und feststellen, dass ein großer Komet auf dem Weg in dieses Sonnensystem war und sie konnten ihn in die Erde, in einen der Ozeane auf der Erde dirigieren. They decided that they would guide it with their technology and they would direct this comet to crash in one of the large oceans. Sie haben das die Entscheidung getroffen, diesen Kometen zu veranlassen in einen der Ozeane hineinzustürzen. Because they knew that with this radiation cloud that was around in the earth, that if they could create a cloud of steam also around this, that they could neutralize it, the radiation, and clean the earth. Sie wussten, ihr Plan war, die radioaktive Verseuchung auf der Erde natürlich zu reinigen. Und dies taten sie mittels Neutralisierung, die dadurch entstand, dass sie durch diesen Einschlag des Kometen würde sich um die radioaktive Wolke eine Wolke aus Dampf bilden. And of course, that meant that the sun, unknown to most people, is a radiating kind of in heat. And it interacts with the gravitational field of the Earth, and this is what creates the heat and the warmth for the planet and the gravity. Die Sonne ist eine strahlende Hitzequelle, die mit dem Erdfeld interagiert und and this creates the heat. Und das erzeugt sowohl die Hitze beziehungsweise Kälte, wenn die Sonnenstrahlen nicht mehr auf die Erde treffen können. And of course, because of the radioactive cloud and then the steam cloud, the sun wasn't able to interact with the earth, and the earth froze. And then they were able to kill the mutated life forms on the earth. And then they were able to nullify the radiation through the damp thing when they were freezing it, and then they were able to nullify. Also diese wissenschaftlichen Ausdrücke. It made jedenfalls it diese Wolken, die sich um die Erde herum gebildet haben durch den Einschlag, haben es der Sonne unmöglich gemacht, mit dem Gravitationsfeld der Erde zu interagieren. Dadurch wurde eine extreme Kälte erzeugt auf der Erde und damit, dass die radioaktive Verseuchung neutralisiert und der Planet langsam reinigt. Das ist das Wichtigste. Yeah, and it of course killed the und hat natürlich die mutierten Wesen getötet. Yeah, of course you've heard of the Ice Age, you know. Und ihr habt auch von der Eiszeit schon gehört. Yeah, of course I don't know what their explanation for it is. Ich weiß gar nicht genau, wie die Wissenschaftler das erklären. But anyway, after several years, then they neutralized the radioactivity and the earth was cleaned once again, the atmosphere. They set about once again to go to different galaxies and bring the life forms once back, you know, the minerals, the plants, they did the whole thing over again. Was sie also taten, war, nachdem die Erde durch ihren Reinigungsprozess durchgegangen war und alles wieder im ökologischen Gleichgewicht war, so gut es eben ging, flogen sie erneut in alle möglichen Richtungen und brachten wieder Mineralien, Pflanzen und Tiere, um die Erde neu zu bevölkern. Yeah, with great patience they did it once again. Mit sehr viel Geduld und Liebe haben sie es alles nochmal gemacht. And so the earth was once again a beautiful paradise. Und so wurde die Erde wieder noch einmal zu einem wunderschönen Paradies. Except for the effects of the one moon, they still had problems with the tidal waves and storms and the weather conditions weren't very harmonic enough. Nur die Klimaverhältnisse waren nicht so einfach zu reparieren und wieder ins Gleichgewicht zu bringen, denn der zerstörte Mond sorgte schon dafür, dass es
viele Fluten und Veränderungen der Gezeiten und so weiter auf der Erde gab. And meanwhile they found out that their home planets they had chosen were going into a natural cycle, a dormant state that couldn't support physical life. It wouldn't have any oxygen, it wouldn't have any plants or any means of support anymore for humans. Und zwischenzeitlich haben sie außerdem erfahren, dass ihre eigenen Planeten hier in unserem Sonnensystem durch ein, dass sie sich weiterentwickeln und durch eine Art Schlafstadium gehen würden, wo sie kein physisches Leben mehr beherbergen können. Das heißt, sie wussten, ihre Planeten, sie können dort nicht mehr leben. And so what they decided to do then was to send colonies to the Earth. And they took as many people as possible. And they picked different locations around the Earth and they set up new colonies. And they came to the Earth to occupy the Earth. Und so trafen sie dann die Entscheidung, Teile ihrer Völker, sie konnten nicht alle bringen, auf die Erde zu schicken und die Erde zu kolonisieren. And they created Atlantis, Lemuria, Mu, the Egyptian, the Aztecs, the Mayans. Und so entstanden die Kolonien, die uns bekannt sind, wie die Ägypter zum Beispiel, Lemuria, Atlantis, Mu, die Azteken. But there was many more colonies in different locations that you won't know the name of anyway. You wouldn't recognize the names. Aber es gab noch viel mehr Kolonien, deren Namen euch heute nichts mehr sagen würden. No, because it's not in your history. Weil das nicht ein Teil eurer Geschichte ist. Yeah. So they set up these colonies and the ones that remained behind on the home planets had decided to accept their fate. So haben sie also die Erde kolonisiert und diejenigen von ihnen, die auf den vier Planeten in unserem Sonnensystem zurückgeblieben waren, haben sich in ihr Schicksal gefügt. But they decided they would spend their last few moments in meditation and thankfulness that at least part of their relatives and their colonies of people were on the earth safe, you know. Sie haben entschieden, dass sie die letzten Stunden ihrer Existenz in Meditation und Dankbarkeit verbringen würden, denn sie waren dankbar und glücklich dafür, dass Teile ihrer Bevölkerung und Teile ihrer Verwandten auf der Erde weiter existieren würden. And then the spiritual hierarchy gave them a special blessing. Und dann gab ihnen die spirituelle Hierarchie einen besonderen Segen. That their cities and their cultures would be transformed and living on another frequency, in another dimension. They would be taken, the whole societies, rather than to cease to exist, so they would continue to exist in another dimension. Der Segen bestand darin, dass ihre Kultur, ihre Gesellschaften, ihre Städte, sie selbst weiter existieren würden, nur nicht mehr in der physischen Ebene, sondern in einer höheren Frequenz. But they'll still be able to communicate with their relatives on the earth. Aber sie wussten auch, sie werden weiterhin mit ihren Verwandten auf der Erde kommunizieren können. And of course, they built hidden temples all around the earth, and were told that they had to hide them from the beings that weren't so far advanced. So the temples were in different locations all over the earth, and it allowed them to communicate with their ancestors in the other dimension and to manifest technology that they needed here on the earth. Sie bekamen, die Menschen auf der Erde haben Tempelanlagen errichtet, verborgene Tempelanlagen. Sie haben sie beschützt und versteckt gehalten, weil sie ja nach wie vor wussten, dass nicht so weit entwickelte Wesen in diesem Sonnensystem oder überhaupt im Universum existieren. Sie haben diese Tempelanlagen errichtet, um mit ihren Verwandten in der anderen Dimension auf den Heimatplaneten weiterhin telepathisch zu kommunizieren und auch um Technologie und anderes zu manifestieren. So the people on Earth were very happy and they felt very lucky too. Und so haben auch die Menschen auf der Erde sich sehr glücklich gefühlt und waren dankbar. And of course they had beautiful colonies and beautiful cities and temples. And sie hatten wunderschöne Kolonien und wunderschöne Städte und Tempel. And a lot of visitors from other planets. Und wiederum kamen viele Besucher aus von anderen Planeten, von fernen Systemen. And eventually they were told to manifest certain crystals through their hidden temples. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten spezielle Kristalle durch ihre versteckten Tempelanlagen manifestieren. And that they were to build structures along the equator around the middle of the earth. Und dass sie Strukturen
Kristallstrukturen entlang des Äquators errichten sollten. And they were to place two frozen particle ice shields around the Earth. Und sie sollten zwei Eisschilde aus gefrorenen Eispartikeln um die Erde herum auch errichten. Diese ganze Konstruktion sollte dazu dienen, die Effekte des einen Mondes auszugleichen, so that they wouldn't have earthquakes and volcanoes and hurricanes. Sodass die Hurricanes, die Stürme und die Vulkanausbrüche und Erdbeben sich beruhigen können. And they wouldn't have desert areas or frozen areas on the earth. Und sodass sie auch keine gefrorenen und auch keine Wüstenregionen auf der Erde haben würden. And of course they could change the frequency of their ships and of visitor ships so that they could pass through these firmaments without damage. Sie konnten die Schwingung ihrer eigenen Schiffe verändern und auch Besucher konnten die Schwingung ihrer Schiffe verändern und durch diese gefrorenen Schilde um die Erde herum durchreisen, ohne sie zu beschädigen. And I will continue the story. Take a 10-minute break. Wir machen dann jetzt eine 10-minütige Pause. Yeah, and then we finish the story. Und dann erzählen wir den Rest. So now we're on Earth, and they built these two firmaments, they call them, these frozen ice particles around the Earth to harmonize the weather and the atmospheric conditions here on Earth. So, jetzt sind wir also auf der Erde wieder angekommen, nachdem die Eispartikelschilde errichtet wurden, um die Wetterbedingungen hier auf der Erde zu harmonisieren. And of course, I don't know how long that these societies flourished and lived. Ich weiß nicht wirklich genau, wie lange diese Gesellschaften dann so dieser Weise gelebt haben. Because I don't go by dates and time. Mit Daten und Zeit habe ich es nicht so. Because the events are what's important. Denn was wichtig ist, ist die Abfolge der Ereignisse. And of course there came some human beings from a nearby system also to visit the Earth. Und dann kamen Menschen aus einem benachbarten System, um die Erde zu besuchen. There's many types of beings, you know, that live in the physical and in the other dimensions. That are not similar to us in their appearance. Es gibt sehr viele Wesen, die im physischen und im nicht physischen existieren und in ihrer Erscheinung uns sehr unähnlich sind. But of course they are part of everything. Aber auch sie sind ein Teil von allem. You know, they call them the negative aliens, and I'm sure that you've heard a lot of stories about them. Ihr habt sicherlich schon viele Geschichten über negative Außerirdische gehört. Yeah. That seems to make the news more than people like myself. It seems to make more news than. Ach so, das macht es irgendwie interessanter als Menschen wie ich. Yeah. Because of course, that's also a way to create fear. Denn auch Nachrichten über negative Außerirdische erzeugen Angst. And fear is of course the biggest tool they have for creating control and manipulation over the human beings. Denn die Angst ist das wichtigste Werkzeug, das sie zur Verfügung haben, um Kontrolle und Manipulation auf der Erde zu erschaffen und aufrechtzuerhalten. Yeah, and this kind of situation didn't exist, but I'm coming to the point where it changed and then you can understand. Wir kommen zu dem Punkt, wo eine Veränderung stattgefunden hat und dann versteht ihr das ganze Gesamte besser. Of course, a lot of the human beings that visited the Earth were interested in the technology from the human beings here. Viele Menschen, die Erde besucht haben, waren an der hochentwickelten Technologie interessiert.
And of course, we couldn't allow ourselves to share this technology because we couldn't be responsible for it being used in a negative way or destructive way. Wir hatten jedoch von unserem inneren Gefühl her nicht die Möglichkeit, unsere hohe Technologie mal so eben mit jedem zu teilen, denn wir würden ja selbst die Verantwortung dafür tragen müssen, wenn sie missbraucht werden würde. Because our technology, as advanced as it is only used for the benefit of human beings. So entwickelt unsere Technologie auch ist, sie dient ursprünglich nur dem Nutzen, zum Guten für die Menschen. And so these visiting human beings, you know, they try to start like conflicts among the people themselves and divisions, you know, at one time or another, because they were interested in getting this technology and this information. Diese besuchenden Menschen, die haben dann versucht, hier Zwietracht zu säen und Konflikte zu erzeugen, um irgendwie an diese Technologie heranzukommen. And it came to the point where that they then declared war against the colonies here on Earth to get this technology by force. Und dann kam es sogar bis zu dem Punkt, wo sie den Kolonien hier auf der Erde den Krieg erklärt haben, um dann eben mit Gewalt an die Technologie zu kommen, die sie wollten. And the people here, the only decision that they made was to send the younger generation and teachers and spiritual and scientific people into hiding in nature on the Earth. Und alles, was die Menschen hier dann erstmal getan haben und tun konnten, war, ihre jüngeren Generationen und Lehrer und Wissenschaftler in die Natur zu schicken, um sich zu verstecken. And the elders decided to stay with the colonies themselves, and they would destroy the colonies and their technology to keep it from the hands of these invading people. Und die Älteren haben entschieden, in ihren Städten zu bleiben und sich selbst und beziehungsweise ihre Technologie zu zerstören, damit das nicht in die Hände der Eindringlinge fallen würde. And as I said, they had no fear of death. Wie ich schon sagte, sie hatten ja keine Angst vor dem Tod. And they knew that eventually that their people could return to the hidden temples and rebuild the colonies and get the technology again. Und sie wussten ja, dass ihre Leute wieder zurückkehren können und alles wieder neu aufbauen können. Durch die verborgenen Tempelanlagen sich wieder alles manifestieren und so weiter. Das war ihnen klar. But meanwhile they had to survive in nature and hiding, you know. Aber in dieser Zwischenphase mussten sie sich versteckt halten in der Natur. And of course all of the colonies and the main cities and cultures were destroyed. Und die wichtigsten Städte und die Kolonien, die haben sie dann selbst zerstört. And of course, during the war, they also destroyed the crystal structures around the equator. Während dieses Krieges sind auch die Kristallstrukturen um den Äquator herum zerstört worden. And then the people in hiding were informed that they didn't have time to return to the hidden temples and build spaceships or anything like this. That they had to build ships, huge wooden ships out of nature. Und die Menschen, die sich versteckt gehalten haben, die hatten die Information bekommen, dass sie nicht genügend Zeit haben würden. Sie hatten keine Möglichkeit, in die verborgenen Tempelanlagen zurückzukehren und Schiffe oder andere wieder zu manifestieren. Sie haben stattdessen die Anweisung bekommen, riesig große Schiffe zu bauen. And they were given the dimensions and the instructions by their ancestors in the other dimension of how to build these huge ships. Sie haben von ihren Vorfahren in den anderen Dimensionen die Instruktionen bekommen, wie genau sie diese großen Schiffe bauen sollten. I'm just a nice guy from outer space. Oh, okay. Fine. You're welcome. So, they built these huge ships, and they were instructed to take as many animals, minerals, plants, and humans as they could and put on these ships because the crystal structures had melted around the earth and the water would fall to the earth and there would be a great flood on the earth. Was sie also wussten war, dass auch die Kristallschilde um die Erde herum
schmelzen würden und dieses ganze Wasser, was dann auf die Erde fallen würde, eine riesig große Flut erzeugen würde. Und darum bekamen sie die Anweisung, die großen Schiffe zu errichten und so viel Mineralien, Pflanzen und Tiere und sich selbst auf diesen Schiffen zu retten. And you've heard about the Ark, of course. Ihr habt natürlich von der Arche gehört. But there wasn't just one Ark built, there were many. Aber es wurde nicht nur eine Arche gebaut, es gab sehr viele. And sometimes I'm surprised when I see that they found the ark in one place and then in another. You know, I've heard about it, but on the other hand, I'm saying, well, sure, why not? You know, and there were more than one. Ich finde es immer ganz lustig, wenn ich höre, dass die Arche hier und dort und überall gefunden wurde, und ich denke, na ja, klar, es kann ja alles richtig sein. Yeah, and so they had to build these ships because they couldn't get back to the hidden temples for their technology or anything, and they had to survive somehow. You know. Also hatten sie diese großen Schiffe bauen müssen, um zu überleben. Sie hatten keine andere Möglichkeit, konnten nicht in ihre verborgenen Tempelanlagen und überhaupt zurückkehren. And of course they were waiting for the flood to reside. Und sie haben darauf gewartet, dass die Flut wieder zurückkehren gehen würde. And of course the invaders were also waiting. Und die Eindringlinge haben auch gewartet. And their plan was that they had to capture as many of these beings alive as they could, the survivors from the colonies, the original colonies on Earth. Und deren Plan war wiederum, so viele Menschen, Überlebende, gefangen zu nehmen von den zerstörten Kolonien. And of course they tortured them and tried to get the information about where the hidden temples were. Und sie haben sie dann, als sie sie gefangen haben, gefoltert und mit Gewalt versucht, aus ihnen die Informationen auch über die verborgenen Tempelanlagen und wo die waren herauszuquetschen. And of course they found a couple of the temples. Und sie haben auch einige dieser Tempel gefunden dann. And then of course the spiritual hierarchy ordered that all of the temples were to be shut down. The doorways to the other dimensions were not open anymore. Und die spirituelle Hierarchie hat entschieden in dieser Situation, dass die verborgenen Tempelanlagen verschlossen werden würden und nicht mehr mit den anderen Dimensionen in Verbindung treten können. So that they could not build any other technology. So dass sie auch keine andere Technologie bauen können. But they took the technology that they did find. Aber sie haben genommen, was sie finden konnten. And then they genetically manipulated all the human beings that was from the colonies. Und sie haben alle Menschen, die sie gefunden haben, genetisch manipuliert. They divided the brain into two separate halves. Sie haben die Gehirne in zwei Teile geteilt. So that the part that was had the ability for telepathic abilities and to remember where they came from and they were a soul, this was all nullified, and the only half that was remaining was just the part that would function here in the physical. Der Effekt war der, dass nur der Teil des Gehirns intakt geblieben ist, der nötig war, um hier im Physischen zu existieren und zu überleben. Aber der Teil des Gehirns, der in der Lage war, telepathisch mit anderen zu kommunizieren und sich selbst als Seele zu erkennen und zu wissen, dass alles eins ist, all das Wissen, das vorher vorhanden war, der war lahmgelegt oder ausgeschaltet. So they lost their identities totally. Sie haben also so ihre Identität vollkommen verloren. So then these human beings divided them into different separate races. Und diese Menschen, die Eindringlinge, haben dann die Menschen hier in verschiedene Rassen unterteilt. And they created new languages for them for communication. Sie haben Sprachen erschaffen für die neue Kommunikationsform. I think first they had symbols and then they created languages. Ich denke, angefangen hat es mit Symbolen und darauf sind dann die Sprachen entstanden. And of course they set themselves up as the overlords and the rulers over these people. Und sie haben sich selbst in die Position der Herrscher gesetzt. And they created different religions. Und sie haben verschiedene Religionen erschaffen. And they created conflicts and wars over the different colors of the races, the languages, the land, everything. Und sie haben Konflikte und Kriege erzeugt, immer aus Grund von Unterteilungen, von Trennungen, wegen den Rassen, wegen den Ländern, wegen den Religionen, den Sprachen. And they had to adhere to a certain religion. Und jeder musste zu einer bestimmten Religion gehören. Or they were tortured. Und wenn nicht, to death maybe. Beziehungsweise sie wurden gefoltert, bis zum Tode gefoltert.
And so eventually it was lying deep in the genetics, the controlling and the manipulation became part of the societies. Und so wurde das Kontrollieren und Manipulieren ein Teil unserer Gesellschaften und wurde auch ein Teil der Genetik in den Menschen. Yeah, because they started to obey unconsciously. Time after being tortured and with fear and everything, so they started to obey just unconsciously. When they were born, their children were identified and baptized to a certain religion, and that's just the way it is today. You know. Die Kinder wurden dann zum Beispiel in eine spezielle Religion hineingetauft, hineingezwungen, und mit der Zeit, im Laufe der Zeit, wurde all dieses Wissen zum unbewussten normalen Leben der Menschen. Yeah, it became a part of life. A way of life, because this is the only truth they knew. Das war dann die Wahrheit, die sie, die einzige Wahrheit, die sie praktisch in sich zur Verfügung hatten, und danach haben sie dann gelebt, und so ist es bis heute noch. Yeah, and the concepts that were created for them was their only truth, and their belief system then was taken as a part of their life, and that's the way that they live today. Und die Konzepte und Glaubenssysteme, die sich entwickelt haben, die sind zum Teil zum Leben dieser Menschen geworden, so wie es bis heute fortbesteht. And so you find the same situation today, that people adhere to certain religions and belief systems, and the land is divided, and you have different cultures and different languages, and everybody obeys the rules and the regulations. So ist es auch heute noch. Jeder gehorcht den Regeln und den Regularien, die ihnen gegeben wurden, und die Menschen sind daran gewöhnt, an die Unterteilungen der Länder, der Rassen, der Religionen. Das ist die Situation, so wie sie heute auf dieser Erde existiert. And then of course, because you've lost this ability to remember how great you are and how wonderful you are, you don't have these abilities for remembering or for communicating, the only reality you have is what you see and what you live in. Und somit ist eure einzige Realität die, die ihr seht und die, in der ihr lebt. Yeah. And of course, you have the ruling governments and the people that are in charge, and the rich who own everything, and then the ones who work. Und was ihr habt, sind die Regierungen und die Abhängigkeit der Menschen von denen, die herrschen und die reich sind. And of course, you're taught to think that you really need them to survive. Und ihr seid gelehrt worden, dass ihr die braucht, um zu überleben. And it's the other way around. In Wahrheit ist es aber alles genau andersrum. Because they need you in order for their big societies and corporations to survive. Denn in Wirklichkeit brauchen sie euch, um zu überleben, damit alle ihre Dinge funktionieren. Yeah, and you don't have much room for your own thinking, for your own feelings, or what you think is correct, or how you would like to live. Und so habt ihr nicht mehr besonders viel Raum innerhalb von euch, um zu spüren, was für euch richtig und stimmig ist und wie ihr euer Leben gestalten möchtet. And since you can't have communication with your ancestors in the other dimension, it's very difficult for the people on Earth. Und da ihr die Fähigkeit nicht mehr habt, mit euren Vorfahren und mit anderen Wesen in anderen Dimensionen normalerweise zu kommunizieren, ist die ganze Situation hier auf der Erde sehr schwierig. And we've tried for thousands of years to get this information back to the people of the Earth. Seit tausenden von Jahren sind wir bemüht, diese Information den Menschen hier zurückzugeben. Yeah, because it's part of their birthright to have this information and this knowledge. Denn es ist ein Teil eines jeden, es ist das Geburtsrecht eines jeden Menschen, dieses Wissen und diese Information für sich zu haben. And we've sent prophets and we've sent teachers and seeded people here, you know, to grow up in these societies, but they're always affected by the genetics of the people that they come from, you know, so it's always difficult. Wir haben Propheten geschickt und Lehrer geschickt und auch viele Menschen hier
die hier geboren sind, und aber sie wurden dann durch diese Genetik, in die, die in den Körpern sind, in denen sie hier geboren sind, natürlich auch wiederum, sie haben es nicht leicht, mit den Informationen zu den Menschen durchzudringen. And we try to appeal to the governments, of course. Wir haben auch Kontakte mit in the 40s. Kontakte mit den Regierungen aufgenommen in den 40er und 50er Jahren. But they're not interested in our spiritual information and in presenting the truth to the people. They don't want the change. Aber sie sind nicht an den spirituellen Informationen interessiert und auch schon gar nicht daran, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Because they know that it will create change in your society. Denn sie wissen, dass wenn dieses Wissen allen Menschen wieder zur Verfügung steht, dass dann eine sehr große Veränderung in den Gesellschaften stattfindet. They're only interested in the technology, of course. Sie sind nur an der Technologie interessiert. And they've even went as far as to give negative aliens the right to abduct people in exchange for technology. Das geht so weit, dass sie auch negativen Außerirdischen die Erlaubnis gegeben haben, Menschen zu entführen im Austausch für Informationen und Technologie. Yeah. So we had to decide what we could do to change the things that are here on Earth without the Earth going into destruction. Und so mussten and the loss wir, of more cultures. Und so mussten wir eben entscheiden, was getan werden kann, um den Menschen das Wissen zurückzubringen und ohne dass die Erde und die hiesigen Gesellschaften komplett zerstört werden. And you know, this happened a long time ago, and a lot of the beings that have to do the genetic manipulation and controlling here on Earth are now reincarnated, and they're also making an effort to correct this problem. Es sind auch sehr viele Menschen heute wiedergeboren, die damals an der genetischen Manipulation beteiligt gewesen sind und die jetzt hier ihre Chance nutzen, um das wieder gut zu machen. And so we had thousands of beings from different galaxies and from different dimensions meeting for hundreds of years to decide what we could do. Seit tausenden von Jahren. Can you repeat it? Yeah, for hundreds of years we've been having meetings to decide what we could do to remedy the difficult situation on Earth. Also seit hunderten von Jahren laufen Gespräche darüber ab, um ein Mittel zu finden, um die Erde zu retten. And we made a decision that we could create a transformation for the Earth, a transformation process. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass die Erde durch einen Transformationsprozess gehen muss. And everybody was instructed as to what they could do. Jeder hat seine Anweisungen erhalten und Klarheit darüber, was zu tun ist. And it takes the effort of many beings from many different dimensions and galaxies to make this decision, because they all have a part of what has happened to the Earth. Es sind unzählige verschiedene Wesen und Menschen und aus der physischen und der nicht physischen Welt an dieser Entscheidung beteiligt, denn alle haben ein Interesse daran und sind damit beschäftigt, die Transformation durchzuführen. Yeah, because they're responsible. Denn sie alle sind irgendwie mitverantwortlich. And they've been a part of this Earth at one time or another. Und zu irgendeiner Zeit waren sie alle mal ein Teil dieser Erde. A lot of people have reincarnated in this lifetime for this purpose, to serve also, to be a part of this transformation process. Und viele Menschen sind auch in diesem Leben inkarniert, um diesem Zweck zu dienen, ein Teil dieses Transformationsprozesses zu sein. The nature spirits were instructed to change the frequency of their sounds. Die Naturwesen wurden auch angewiesen, die Frequenz ihrer Töne zu verändern. Yeah, to change the frequency. Um die Frequenz zu verändern. And motherships are located at special places around the Earth. Und an verschiedenen Plätzen um die Erde herum befinden sich große Mutterschiffe. And they're vibrating at a frequency that's not visible to the human eye, are detectable by your radar. Und sie schwingen in einer Frequenz, die für unsere Augen nicht sichtbar ist, und die können auch nicht mit Radarstrahlen gefunden werden. And they're bombarding the Earth also with certain frequencies and certain energy.
Und auch sie bombardieren die Erde mit speziellen Schwingungen und mit besonderer Energie. And so this whole process will change the human beings and return them to the original beings that they were, with the powers intact again. Dieser ganze Prozess wird letztlich die Menschen zu ihrem Ursprung zurückführen, sodass ihre Fähigkeiten wieder voll intakt sein werden. So that the two brain halves will be synchronized to function again as one. Auch die Hirnhälften werden so synchronisiert, dass das Hirn wieder als eins funktioniert. And you'll have more chakras located throughout the body. Und es entwickeln sich neue Chakren und es werden dann mehr Chakren sein. Because the chakras are like doorways which allow the energy from the other dimensions to enter the physical body and give you certain abilities here. Die Chakras sind wie kleine Türöffnungen in die anderen Dimensionen, aus denen sie Energie erhalten und den Menschen mit bestimmten Fähigkeiten ausstatten. Und Energie. Da kommt eure Lebenskraft. And tomorrow, you'll learn more how this functions. Morgen lernt ihr darüber mehr, wie das alles funktioniert. And what you can expect in our societies, the changes that we're going to go through here on Earth. Und was ihr zu erwarten habt, was für Veränderungen in unseren Gesellschaften anstehen. And of course there will be a lot of changes individually within your body. Und es werden sich auch viele Veränderungen innerhalb eures Körpers schon stattfinden. And of course it's done at a slow pace so that there is no cellular damage to the physical body. Dieser ganze Ablauf ist in einer sehr langsamen, findet in sehr langsam statt, sodass eure Zellstruktur nicht beschädigt wird. But you need to drink lots of water. Aber Wasser trinken ist sehr wichtig. Because you're going to be releasing a lot of toxins. Denn ihr spült damit viele Gifte aus. And you'll have changes in your vision. Und auch in, was das Sehen betrifft, kann es Veränderungen geben. Yeah, some days where that everything is not as clear as it is in other days, and you may need glasses for reading, small print and so on. Es mag Tage geben, wo ihr nicht so klar gucken könnt wie sonst und dass ihr zum Beispiel fürs Lesen plötzlich eine Brille braucht. Yeah, and in other days it's perfectly clear. Und dann gibt's Tage, wo alles ganz klar ist. And you'll have changes also in the hearing. Und auch das Gehör unterliegt Veränderungen. Sometimes it sounds like this, and then sometimes it sounds like somebody's taken everything away, and you can hear loud, you know. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, dass alles ganz leise ist, und manchmal kann es sein, dass ihr das Gefühl habt, dass als hätte euch jemand die Stöpsel rausgenommen und alles ist auf einmal sehr laut. And you'll have high-pitched tones in your ears. Hochfrequente Töne können auch auftauchen in den Ohren. And you'll have times where that. You don't have much energy. Und ihr werdet Zeiten erleben, wo ihr überhaupt nicht viel Kraft habt. No matter how much you sleep or rest. Egal wie viel ihr schlaft oder ruht. And sometimes where you don't need much sleep or rest, you'll have a lot of energy. Und dann gibt es wiederum Zeiten, wo ihr überhaupt nicht viel schlafen oder ruhen braucht, weil ihr unheimlich viel Energie habt. And your appetite also will sometimes you'll be very hungry and sometimes you won't feel like you're hungry. Und auch der Appetit kann stark schwanken. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, ihr habt sehr viel Hunger und manchmal gar keinen. There's all kinds of physical, like fast heartbeats. Oder schneller Herzschlag, alle möglichen physischen Veränderungen. And sharp pains. Oder starke Schmerzen. In different parts of the body, but it's very fast gone, you know. Die an verschiedenen Stellen im Körper auftauchen können, die aber ganz schnell kommen und ganz schnell auch wieder gehen. Yeah. But this is all a part of the transformation process. All dies sind Teile des Transformationsprozesses. And you'll find that people that you're thinking about or that you have to tell something, they somehow automatically will do it without you even speaking with them, you know. Und ihr findet auch heraus, dass ihr vielleicht irgendetwas denkt oder braucht oder so, was jemand anders vielleicht tun sollte, und der macht's, ohne dass man drüber spricht. Yeah, this is your telepathic abilities. Das sind dann schon diese telepathischen Fähigkeiten in Aktion. Yeah, it'll start happening more frequently. Your das coincidences are not coincidences. Diese sogenannten Zufälle, die werden immer mehr sich gehäuft, die werden immer häufiger vorkommen. And of course, we spend the whole day talking about the societies that you'll find, and I mean the changes that are happening in our societies. The
organized religions are going to lose their power. Das ist and they're going to lose the faith of the people. Das wird alles noch detaillierter dann morgen im Workshop besprochen und auch wie die Gesellschaften sich, wie gesagt, verändern, zum Beispiel, dass die Religionen ihre Machtstellung verlieren. People are not interested in this old religion anymore. Dass die Menschen einfach kein Interesse mehr an den alten Religionsformen haben. Because it only gives you a little of the truth. Weil dort nur ein kleiner Teil der Wahrheit übermittelt wird. And of course they don't prepare you for when this life is over. Und ihr werdet auch nicht darauf vorbereitet auf das Lebensende. Yeah, people have to be prepared, you know, that when this life is over, that you still exist, but you don't exist in the same body, of course. Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, dass wenn dieses Leben zu Ende ist, dass das Leben weitergeht, nur nicht mehr im selben Körper. Yeah, fear is something that we have to release. Die Angst ist ganz wichtig, losgelassen zu werden. Yeah, as long as you're afraid, then you know, you're giving power to the negative forces that control the society. Denn solange wie ihr Angst habt und Angst verspürt, gebt ihr den negativen Kräften, die diese Gesellschaften kontrollieren, nur Kraft. Yeah, you're giving it energy. Ihr gebt Energie. And you're not aware of the energy that you have and what you can do with this energy. Und ihr seid euch über eure Macht und eure Kraft, eure Energie nicht bewusst und was ihr damit alles tun könnt. You're not aware that every thought has potential, you know. Ihr wisst vielleicht nicht, dass jeder Gedanke ein Potenzial in sich trägt. Yeah, and that with this thought that you can create or destroy. Mit diesen Gedanken erschafft und zerstört ihr. And you should of course have the free will to use this power. Rather than being manipulated to use it in another way. Natürlich müsst ihr diese Kraft für euch selbst benutzen, anstelle dass ihr sie benutzen lasst durch Kontrolle und Manipulation anderer. And you have to accept the fact that reality is a matter of perception too. Und auch die Wirklichkeit ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Yeah. If you take a stool that you're sitting on the chair. Wenn ihr euch einen Stuhl vorstellt, auf dem ihr jetzt gerade sitzt, this is one reality. Das ist eine Wirklichkeit. And this stool seems relatively small and comfortable for us to sit on. Und dieser Stuhl erscheint uns relativ klein und gemütlich, um drauf zu sitzen. But to an insect, it's a very large object. Aber für einen Insekt ist das ein sehr großes Objekt. And to you it's solid. Für euch ist es fest. But for a photon, it's a collection of atoms, and it can pass right through. Aber für ein Photon ist ein Stuhl nichts als eine Ansammlung von Atomen, durch die es geradewegs hindurchfliegen kann. And to you, the stool is sitting still. Aus eurer Perspektive steht der Stuhl still. But if you're in a spaceship, the chair is rotating with the planet. Aber wenn ihr in einem Raumschiff seid, dann rotiert der Stuhl gemeinsam mit dem Planeten. And if you're in a country, of course, where they've never seen or even had a concept of a chair, then it is not even a reality. Und wenn ihr euch in einem Land aufhaltet, wo es keine Stühle gibt, dann existiert die Wirklichkeit Stuhl überhaupt nicht. So that's only the different perceptions of one small reality. Das sind also nur ein paar verschiedene Wahrnehmungsweisen, eine kleine Wirklichkeit betreffend. And that's what you're going to learn to do in the workshop, is to have a perception of reality as a whole. Und das ist das, was ihr im Workshop lernt, nämlich eine Wahrnehmung des Ganzen zu erhalten. To see everything from the soul point of view. Alles aus dem Seelenstandpunkt zu betrachten. To see it as reality, as it is. Die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. And not as somebody else wants you to see it. Und nicht so, wie sie irgendjemand anderes möchte, dass ihr sie seht. You know, people have concepts and ideas about me and about how I should look and what I should do and of course I don't fit any of these concepts. Viele Menschen haben auch klare Vorstellungen und Konzepte darüber, wie ich sein soll und wie ich auszusehen habe und was ich zu tun habe, und ich passe in diese Konzepte nicht. Because I'm going to live my life according to what I want to do and how I wish to live.
Denn ich lebe mein Leben demgemäß, was ich tun will und wofür ich mich entscheide und was ich will. And not the concepts of what other people think is spiritual. Und bestimmt entspreche ich nicht immer den Konzepten, was andere Menschen denken, was spirituell zu sein hat. You know, you have an idea and a concept of what spiritual is. That's just an idea and a concept. That's not reality. Ihr habt eine Ahnung, eine Idee, eine Vorstellung darüber, was spirituell ist, aber das ist nichts weiter als eine Idee. Yeah. I'm very much like other people, you know. Ich bin sehr anderen Menschen sehr ähnlich. I just don't think like other people. Ich denke nur nicht so wie andere Menschen. But I exist in your world and of course I function about the same way. Aber ich existiere hier in eurer Welt und ich funktioniere natürlich in einer ähnlichen oder genauso. Yeah, because I chose a physical body. I manifested a physical body to function in your society. Denn ich habe einen physischen Körper manifestiert, um hier in eurer Gesellschaft zu leben. So I could communicate with you. So dass ich mit euch sprechen und kommunizieren kann. And I think that human beings have a tendency to judge each other. Die Menschen haben die Tendenz, sich gegenseitig zu verurteilen. And I don't think that anyone has the right to judge another person. Und ich denke nicht, dass irgendjemand das Recht hat, jemand anderen zu verurteilen. You have to pay attention to your own life. Ihr müsst euer eigenes Leben Aufmerksamkeit geben. And let the other persons be what they decide to experience. Und lasst die anderen Menschen selbst entscheiden, was sie erfahren möchten. Yeah. Because that's what they'll do anyway. Denn das tun sie sowieso. And it doesn't matter, you cannot control another person or decide for them. Und ihr könnt eine andere Person nicht kontrollieren oder für sie Entscheidungen fällen. No, you can only decide for yourself. Ihr könnt nur für euch selbst entscheiden. And I cannot tell another person what is right or wrong for them. Ich kann einer anderen Person nicht sagen, was für sie richtig oder falsch ist. Or what they should eat or how they should dress or anyway. Was sie anziehen sollten oder was sie essen sollten oder was auch immer. Because that's an individual free will. Denn das ist ein individueller freier Wille. And I think that we need our free will. Und ich denke, wir brauchen unseren freien Willen. If we didn't have this transformation process, you would lose more and more of your free will if it's left to the government and the societies here. Wenn wir jetzt nicht durch diesen Transformationsprozess gehen würden, würdet ihr noch viel mehr von eurem freien Willen verlieren. Entsprechende Pläne gibt es schon. Yeah, they have lots of plans for you that you don't know. Es gibt viele Pläne, die euch nicht bekannt gemacht werden. Yeah, to make you perfect. Euch perfekt zu machen. Hard working. Schwer arbeitende, starke Menschen zu sein. Don't ask any questions. Nicht keine Fragen zu stellen. Just do what you're told. Nur das tun, was euch gesagt wird. Yeah. And I think that you have a right to understand. Ich denke, ihr habt ein Recht zu verstehen. And to be what you wish to be. Und ihr habt das Recht zu sein, was ihr zu sein wünscht. And return to the human beings that we were created to be. Und zu dem zurückzukehren, zu diesem menschlichen Stadium, so wie wir erschaffen waren. And that's what your ancestors want. Und das wollen eure Vorfahren. Yeah, they want to see you regain all of these rights that have been taken away. Sie wollen, dass ihr all diese Rechte und Fähigkeiten und alles wieder zurückbekommt, was euch mal genommen wurde. And the truth return to you. Die Wahrheit soll zurückkehren. And I hope to see some of you in the workshop. Ich hoffe, dass ich einige von euch dann am Wochenende jetzt wiedersehen im Workshop. Because we always form kind of a family. Es entsteht immer so etwas wie ein Familiengefühl. Yeah, it's like I say I'm collecting my soul family. Ich sag immer, ich sammle meine Seelenfamilie zusammen. And you can't leave the workshops ever the same person that you were when you came. Wenn ihr aus dem Workshop wieder herausgeht, dann könnt ihr nicht mehr dieselbe Person sein wie vorher. Because you don't have the same perception or the same thoughts. Weil ihr nicht mehr dieselben Gedanken habt und nicht mehr dieselbe Sichtweise. Because then you have a total view of what you yourself are. Denn ihr bekommt einen kompletten Überblick über das, was ihr selbst seid. And you know what love really is. Und ihr erlebt auch und erfahrt auch, was Liebe wirklich ist. You know, your concept of love is I love you because, I love you if, and it's always with something attached.
Die Liebe, die euch vertraut ist, ist immer mit irgendwelchen Bedingungen verbunden. Ich liebe dich, wenn du, ich liebe dich, weil du. But not the kind of love that God has. Aber das ist nicht die Art von Liebe, die Gott hat. The Creator just loves you because you exist. Der Schöpfer liebt euch einfach nur aus dem Grund, weil ihr existiert. And for no other reason. Aus keinem anderen Grund. And that's how we have to learn to feel about one another. Das müssen wir wieder lernen, dass wir dieses Liebesgefühl füreinander und für uns selbst wiederfinden. With real unconditional love. Mit wahrer, bedingungsloser Liebe. And to love that way, it's really the only way. Das ist der einzige Weg, so zu lieben. And I can say that I love everything that lives. Ich kann nur sagen, dass ich alles, was lebt, liebe. And accept it as it is. Und ich akzeptiere alles, so wie es ist. Yeah, and I love it because it is. Und ich lieb's, weil es einfach existiert. And I want to thank you for taking the time to come here. Ich möchte euch jetzt dafür danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier zu sein. And I hope you decide to spend some more of your time with me. Und ich hoffe, dass ihr euch dafür entscheidet, noch ein wenig mehr Zeit an diesem Wochenende mit mir zu verbringen. And I'd like to say a Venusian greeting. Ich möchte jetzt einen venusischen Gruß euch geben, um auf Wiedersehen zu sagen. Which means, may the universal love and blessings be. Das bedeutet, möge die universelle Liebe und Segnungen sein. A mule, a bakhtu, baraka bishad. Das kann ich nicht übersetzen. Habe ich ja schon. But that was venusisch. Yeah. Can you repeat it? A mule, a bakhtu, baraka bishad. Correct. And we have the handbooks out there that has the lecture from today in it, and the true story of Christ is in there, along with some Venusian script and the translation for this Venusian script. Wir haben draußen noch unsere Broschüre auszulegen. Das ist also das Manuskript dieses Vortrags, die unbekannte Geschichte. Dann enthält es noch die wahre Geschichte von Jesus Christus und ein venusisches Schreiben mit englischer und deutscher Übersetzung. Das ist für 5 Euro zu erhalten. Dann haben wir noch ein paar Bücher. It's thought forms. It's telepathic thought forms. That are put down on papers, that's so that you can see symbols. Yeah. Diese venusische Schrift enthält telepathische Gedankenformen. Yeah. So it's not a spoken language. Das ist keine gesprochene Sprache. Each symbol is a thought. Jedes Symbol symbolisiert einen Gedanken. And this letter was given to George Adamski by another uncle of mine, Orthon, in 1952. Dieses Schreiben wurde 52 etwa von einem meiner venusischen Onkel Orton an George Adamski übergeben. He was one of the first contacts that made himself publicly known of the Venusian people. Er war einer der ersten Kontaktler mit den Venusiern, der dann auch groß in die Öffentlichkeit gegangen ist. Yeah, a long time ago. Ist schon eine Weile her. Yeah, my uncle Orthon and my uncle Odin and me, Omnic, we're all our names start with zero, you know? Mein Onkel Orton, mein Onkel Odin und ich, Omnek, wir alle fangen mit dem Null im Namen an. Yeah, our family. Das ist unsere Familie. At least our earth name. Das ist unser Erdname. We have to have a name when we do our spiritual work and we choose a name with an O. Yeah. Wir brauchen einen Namen, um unsere spirituelle Arbeit zu machen und wir wählen einen Namen mit O. Yeah, and Omnek means spiritual rebound. Und Omnek bedeutet spirituelle Rückverbindung. Yeah, and that's what I'm doing. Das tue ich. Thank you very much, and thank you for the ladies and everybody that organized tonight for me. Vielen Dank noch einmal und auch ganz besonderen Dank an die Damen, an die Crew, die das alles hier organisiert haben und das möglich gemacht haben. Und danke unserem Kameramann. And over here we have somebody recording the voice. Und hier wird die Stimme auch auf Band aufgezeichnet. Yeah. And I thank you very much. Vielen Dank. Thank you. Concepts and ideas that you pick up from the place where you live. Denn wir auf der Venus sehen nicht eure Taten, eure Gedanken, eure
Gefühle, eure Kleidung, was auch immer ihr um euch herum habt, als das, was ihr seid, sondern als erstes eure Seele. Das ist das, was ihr in Wahrheit seid und nicht das andere. Ja, it doesn't matter what you do or what you say, that's not what you are. Was auch immer ihr sagt oder was auch immer ihr tut, das ist nicht das, was ihr seid. Now, what you are is a soul. Was ihr seid, ist Seele. And the soul is perfect. Die Seele ist perfekt. And our concepts are the only things that create the perception of good and bad. Nur unsere Konzepte, unsere Vorstellungen erschaffen die Unterschiede auch in gut und schlecht. In reality it doesn't exist. In der Wirklichkeit gibt es das nicht. For a soul, there is no such thing as bad or good. Für die Seele gibt es kein Gut und kein Schlecht. It's just everything is a valuable experience. Alles ist nur eine wertvolle Erfahrung. And it's part of learning what the soul is and what the soul is not. Und die Seele lernt damit zu erfahren, was sie ist und was sie nicht ist. And that's what I try to take you step by step through in the workshops. A total different perception of yourself as soul. Das ist das, was ich in meinen Workshops mit euch mache. Ich gehe mit euch Schritt für Schritt durch, sodass ihr ein ganz anderes Vorstellungsvermögen über euch selbst bekommt, nämlich dass ihr Seele seid. And I try to present the truth. Ich versuche, die Wahrheit zu präsentieren. And the responsibility that everything that you experience, you have created and you have to be responsible for it. Und auch die Verantwortung, denn alles, was ihr erfahrt, alles, was ihr erlebt, ist von euch selbst erschaffen und damit liegt die Verantwortung komplett bei euch selbst. And if you want a different world, then also you can change it. Und wenn ihr eine andere Welt haben möchtet, dann liegt es an euch, sie zu verändern. When you can change your consciousness and your perception, then you can change the way the world is. Wenn ihr eure Wahrnehmung und euer Bewusstsein verändert, dann könnt ihr die Welt verändern. Yeah, because you have created this world. Denn die Welt, so wie sie ist von euch erschaffen. And because you've accepted the concepts and the belief systems here as truth, then you live this. Denn ihr habt die Konzepte und die Glaubenssysteme, die ihr beigebracht bekommen habt, als eure Wahrheit übernommen und sie damit in euer Leben integriert. And I try to help you to realize that this is not really the truth. This is only a belief system and concepts. It's not from yourself. Was ich also versuche zu tun, euch das Verständnis zu Instinkt, um zu überleben, übrig. Yeah. And so the Earth was in the middle of, because of the one moon being destroyed, also had earthquakes and volcanoes and storms and tidal waves. And so it was in a really bad shape, you know. Die Erde war insgesamt auch deshalb noch in einem besonders schlechten Zustand, weil der eine Mond, wie gesagt, zerstört wurde und daher gab es viele Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, große Überschwemmungen und Stürme. And of course the giant beings were eating all of the vegetation that was available. Und die riesigen Wesen, die haben die ganze Vegetation aufgegessen. And whatever animals were available. Und natürlich und auch die Tiere, die zur Verfügung standen. And I think sometimes the humans also. And they had to really fight for survival. Und ich meine auch, deswegen hatten sie auch nicht leicht hier überleben. The four races felt very sad because the Earth was in such a condition, and they were working carefully what they could do. Die vier Rassen der Raumstand haben schwer daran gearbeitet, herauszufinden und Lösungen zu finden, was sie für die Erde tun können. And they calculated and realized that a giant comet was entering into the atmosphere of the Earth. Und mit ihren technischen Möglichkeiten konnten sie errechnen und feststellen, dass ein großer Komet auf dem Weg in dieses Sonnensystem war und sie konnten ihn in die Erde, in einen der Ozeane auf der Erde dirigieren. They decided that they would guide it with their technology and they would direct this comet to crash in one of the large oceans. Sie haben die Entscheidung getroffen, diesen Kometen zu veranlassen, in einen der Ozeane hineinzustürzen. Because they knew that with this radiation cloud that was around in the Earth, that if they could create a cloud of steam also around this, that they could neutralize it, the radiation, and clean the Earth. Sie wussten, ihr Plan war, die radioaktive Verseuchung auf der Erde natürlich zu reinigen und dies
taten sie mittels Neutralisierung, die dadurch entstand, dass sie durch diesen Einschlag des Kometen würde sich um die radioaktive Wolke eine Wolke aus Dampf bilden. And of course, that meant that the sun, unknown to most people, is a radiating kind of in heat, and it interacts with the gravitational field of the Earth. And this is what creates the heat and the warmth for the planet and the gravity. Die Sonne ist eine strahlende Hitzequelle, die mit dem Erdfeld interagiert und and this creates the heat. Und das erzeugt sowohl die Hitze bzw. Kälte. I mean the changes that are happening in our societies. The organized religions are going to lose their power. Das ist and they're going to lose the faith of the people. Das wird alles noch detaillierter dann morgen im Workshop besprochen und auch wie die Gesellschaften sich, wie gesagt, verändern, zum Beispiel, dass die Religionen ihre Machtstellung verlieren. People are not interested in this old religion anymore. Dass die Menschen einfach kein Interesse mehr an den alten Religionsformen haben. Because it only gives you a little of the truth. Weil dort nur ein kleiner Teil der Wahrheit übermittelt wird. And of course they don't prepare you for when this life is over. Und ihr werdet auch nicht darauf vorbereitet, auf das Lebensende. Yeah, people have to be prepared, you know, that when this life is over, that you still exist, but you don't exist in the same body, of course. Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, dass wenn dieses Leben zu Ende ist, dass das Leben weitergeht, nur nicht mehr im selben Körper. Yeah, fear is something that we have to release. Die Angst ist ganz wichtig, losgelassen zu werden. Yeah, because as long as you're afraid, then you know, you're giving power to the negative forces that control the society. Denn solange wie ihr Angst habt und Angst verspürt, gebt ihr den negativen Kräften, die diese Gesellschaften kontrollieren, nur Kraft. Yeah, you're giving it energy. Ihr gebt Energie. And you're not aware of the energy that you have and what you can do with this energy. Und ihr seid euch über eure Macht und eure Kraft, eure Energie nicht bewusst und was ihr damit alles tun könnt. Yeah, you're not aware that every thought has potential, you know. Ihr wisst vielleicht nicht, dass jeder Gedanke ein Potenzial in sich trägt. Yeah, and that with this thought that you can create or destroy. Mit diesen Gedanken erschafft und zerstört ihr. And you should of course have the free will to use this power rather than being manipulated to use it in another way. Natürlich müsst ihr diese Kraft für euch selbst benutzen, anstelle, dass ihr sie benutzen lasst durch Kontrolle und Manipulation anderer. And you have to accept the fact that reality is a matter of perception too. Und auch die Wirklichkeit ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Yeah. If you take a stool that you're sitting on the chair. Wenn ihr euch einen Stuhl vorstellt, auf dem ihr jetzt gerade sitzt. This is one reality. Das ist eine Wirklichkeit. And this stool seems relatively small and comfortable for us to sit on. Und dieser Stuhl erscheint uns relativ klein und gemütlich, um drauf zu sitzen. But to an insect, it's a very large object. Aber für einen Insekt ist das ein sehr großes Objekt. And to you, it's solid. Für euch ist es fest. But for a photon, it's und wie sonst, und dass ihr zum Beispiel fürs Lesen plötzlich eine Brille braucht. Yeah, and the other days it's perfectly clear. Und dann gibt's Tage, wo alles ganz klar ist. And you'll have changes also in the hearing. Und auch das Gehör unterliegt Veränderungen. Sometimes it sounds like this, and then sometimes it sounds like somebody's taken everything away, and you can hear loud, you know. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, dass alles ganz leise ist, und manchmal kann es sein, dass ihr das Gefühl habt, dass als hätte euch jemand die Stöpsel rausgenommen und alles ist auf einmal sehr laut. And you'll have high-pitched tones in your ears. Hochfrequente Töne können auch auftauchen in den Ohren. And you'll have times where that you don't have much energy. Und ihr werdet Zeiten erleben, wo ihr überhaupt nicht viel Kraft habt. No matter how much you sleep or rest. Egal wie viel ihr schlaft oder ruht. And sometimes where you don't need much sleep or rest, you'll have a lot of energy. Und dann gibt es wiederum Zeiten, wo ihr überhaupt nicht viel schlafen oder ruhen braucht, weil ihr unheimlich viel Energie habt. And your appetite also will
Sometimes you'll be very hungry and sometimes you won't feel like you're hungry. Und auch der Appetit kann stark schwanken. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, ihr habt sehr viel Hunger und manchmal gar keinen. There's all kinds of physical, like fast heartbeats. Oder schneller Herzschlag, alle möglichen physischen Veränderungen. And sharp pains. Oder starke Schmerzen. In different parts of the body, but it's very fast gone, you know. Die an verschiedenen Stellen im Körper auftauchen können, die aber ganz schnell kommen und ganz schnell auch wieder gehen. Yeah. But this is all a part of the transformation process. All dies sind Teile des Transformationsprozesses. And you'll find that people that you're thinking about or that you have to tell something, they somehow automatically will do it without you even speaking with them, you know. Und ihr findet auch heraus, dass ihr vielleicht irgendetwas denkt oder braucht oder so, was jemand anders vielleicht tun sollte und der macht's, ohne dass man drüber spricht. Yeah, this is your telepathic abilities. Das sind dann schon diese telepathischen Fähigkeiten in Aktion. Yeah, it'll start happening more frequently. Your das coincidences are not coincidences. Diese sogenannten Zufälle, die werden immer mehr sich gehäuft, die werden immer häufiger vorkommen. And of course, we spend the whole day talking about the societies that you'll find, and the changes that are happening in our societies. The organized religions are going to lose their power. Das ist and alles, they're going to lose the faith of the people. Das wird alles noch detaillierter dann morgen im Workshop besprochen und auch wie die Gesellschaften sich, wie gesagt, verändern. Zum Beispiel, dass die Religionen ihre Machtstellung verlieren. People are not interested in this old religion anymore. Dass die Menschen einfach kein Interesse mehr an den alten Religionsformen haben. Because it only gives. Die Wahrheit soll zurückkehren. And I hope to see some of you in the workshop. Ich hoffe, dass ich einige von euch dann am Wochenende jetzt wiedersehe im Workshop. Because we always form kind of a family. Es entsteht immer so etwas wie ein Familiengefühl. Yeah, it's like I say I'm collecting my soul family. Ich sag immer, ich sammle meine Seelenfamilie zusammen. And you can't leave the workshops ever the same person that you were when you came. Wenn ihr aus dem Workshop wieder herausgeht, dann könnt ihr nicht mehr dieselbe Person sein wie vorher. Because you don't have the same perception or the same thoughts. Weil ihr nicht mehr dieselben Gedanken habt und nicht mehr dieselbe Sichtweise. Because then you have a total view of what you yourself are. Denn ihr bekommt einen kompletten Überblick über das, was ihr selbst seid. And you know what love really is. Und ihr erlebt auch und erfahrt auch, was Liebe wirklich ist. You know, your concept of love is I love you because, I love you if, and it's always with something attached. Die Liebe, die euch vertraut ist, ist immer mit irgendwelchen Bedingungen verbunden. Ich liebe dich, wenn du, ich liebe dich, weil du. But not the kind of love that God has. Aber das ist nicht die Art von Liebe, die Gott hat. The Creator just loves you because you exist. Der Schöpfer liebt euch einfach nur aus dem Grund, weil ihr existiert. And for no other reason. Aus keinem anderen Grund. And that's how we have to learn to feel about one another. Das müssen wir wieder lernen, dass wir dieses Liebesgefühl füreinander und für uns selbst wiederfinden. With real unconditional love. Mit wahrer, bedingungsloser Liebe. And to love that way, it's really the only way. Das ist der einzige Weg, so zu lieben. And I can say that I love everything that lives. Ich kann nur sagen, dass ich alles, was lebt, liebe. And accept it as it is. Und ich akzeptiere alles, so wie es ist. Yeah, and I love it because it is. Und ich lieb's, weil es einfach existiert. And I want to thank you for taking the time to come here. Ich möchte euch jetzt dafür danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier zu sein. And I hope you decide to spend some more of your time with me. Und ich hoffe, dass ihr euch dafür entscheidet, noch ein wenig mehr Zeit an diesem Wochenende mit mir zu verbringen. And I'd like to say a Venusian greeting. Ich möchte jetzt einen venusischen Gruß euch geben, um auf Wiedersehen zu sagen. Which means may the universal love and blessings be. Das bedeutet, möge die universelle Liebe und Segnungen sein. A mule, a bhaktu, baraka bishad. Das kann ich nicht übersetzen. Habe ich auch. Oxygen wouldn't have any plants or any means of support anymore.
for humans. Und zwischenzeitlich haben sie außerdem erfahren, dass ihre eigenen Planeten hier in unserem Sonnensystem durch ein, dass sie sich weiterentwickeln und durch eine Art Schlafstadium gehen würden, wo sie kein physisches Leben mehr beherbergen können. Das heißt, sie wussten, ihre Planeten, sie können dort nicht mehr leben. And so what they decided to do with them was to send colonies to the Earth. And they took as many people as possible. And they picked different locations around the Earth and they set up new colonies. And they came to the Earth to occupy the Earth. Und so trafen sie dann die Entscheidung, Teile ihrer Völker, sie konnten nicht alle bringen, auf die Erde zu schicken und die Erde zu kolonisieren. And they created Atlantis, Lemuria, Mu, the Egyptian, the Aztecs, the Mayans. Und so entstanden die Kolonien, die uns bekannt sind, wie die Ägypter zum Beispiel, Lemuria, Atlantis, Mu, die Azteken. But there was many more colonies in different locations that you won't know the name of anyway. You wouldn't recognize the names. Aber es gab noch viel mehr Kolonien, deren Namen euch heute nichts mehr sagen würden. No, because it's not in your history. Weil das nicht ein Teil eurer Geschichte ist. Yeah. So they set up these colonies and the ones that remained behind on the home planets had decided to accept their fate. So haben sie also die Erde kolonisiert und diejenigen von ihnen, die auf den vier Planeten in unserem Sonnensystem zurückgeblieben waren, haben sich in ihr Schicksal gefügt. And but they decided they would spend their last few moments in meditation and thankfulness that at least part of their relatives and their colonies of people were on the earth safe, you know. Sie haben entschieden, dass sie die letzten Stunden ihrer Existenz in Meditation und Dankbarkeit verbringen würden, denn sie waren dankbar und glücklich dafür, dass Teile ihrer Bevölkerung und Teile ihrer Verwandten auf der Erde weiter existieren würden. And then the spiritual hierarchy gave them a special blessing. Und dann gab ihnen die spirituelle Hierarchie einen besonderen Segen. That their cities and their cultures would be transformed and living on another frequency, in another dimension. They would be taken, the whole societies, rather than to cease to exist, so they would continue to exist in another dimension. Der Segen bestand darin, dass ihre Kultur, ihre Gesellschaften, ihre Städte, sie selbst weiter existieren würden, nur nicht mehr in der physischen Ebene, sondern in einer höheren Frequenz. But they'd still be able to communicate with their relatives on the earth. Aber sie wussten auch, sie werden weiterhin mit ihren Verwandten auf der Erde kommunizieren. I'll give you certain abilities here. Die Chakras sind wie kleine Türöffnungen in die anderen Dimensionen, aus denen sie Energie erhalten und den Menschen mit bestimmten Fähigkeiten ausstatten. Und dann kommt eure Lebenskraft. And tomorrow you'll learn more how this functions. Morgen lernt ihr darüber mehr, wie das alles funktioniert. And what you can expect in our societies, the changes that we're going to go through here on Earth. Und was ihr zu erwarten habt, was für Veränderungen in unseren Gesellschaften anstehen. And of course there will be a lot of changes individually within your body. Und es werden sich auch viele Veränderungen innerhalb eures Körpers schon stattfinden. And of course it's done at a slow pace so that there is no cellular damage to the physical body. Dieser ganze Ablauf ist in einer sehr langsamen, findet in sehr langsam statt, sodass eure Zellstruktur nicht beschädigt wird. But you need to drink lots of water. Aber Wasser trinken ist sehr wichtig. Because you're going to be releasing a lot of toxins. Denn ihr spült damit viele Gifte aus. And you'll have changes in your vision. Und auch in, was das Sehen betrifft, kann es Veränderungen geben. Yeah, some days where that everything is not as clear as it is in other days, and you may need glasses for reading, small print or so. Es mag Tage geben, wo ihr nicht so klar gucken könnt wie sonst und dass ihr zum Beispiel fürs Lesen plötzlich eine Brille braucht. Yeah, and in other days it's perfectly clear. Und dann gibt's Tage, wo alles ganz klar ist. And you'll have changes also in the hearing. Und auch das Gehör unterliegt Veränderungen. Sometimes it sounds like this, and then sometimes it sounds like somebody's taken everything away, and you can hear loud, you know. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, dass alles ganz leise ist, und manchmal kann es sein, dass ihr das Gefühl habt, dass als hätte euch jemand die Stöpsel rausgenommen und alles ist auf einmal sehr laut. And you'll have high-pitched tones in your ears.
Hochfrequente Töne können auch auftauchen in den Ohren. And you'll have times where that you don't have much energy. Und ihr werdet Zeiten erleben, wo ihr überhaupt nicht viel Kraft habt. No matter how much you sleep or rest. Egal wie viel ihr schlaft oder ruht. And sometimes where you don't need much sleep or rest, you'll have a lot of energy. Und dann gibt es wiederum Zeiten, wo ihr überhaupt nicht viel schlafen oder ruhen braucht, weil ihr unheimlich viel Energie habt. And your appetite also will sometimes you'll be very hungry and sometimes you won't feel like you're hungry. Und auch der Appetit kann stark schwanken. Manchmal habt ihr vielleicht das Gefühl, ihr habt sehr viel Hunger und manchmal gar keinen. There's all kinds of physical, like fast heartbeats. Oder schneller Herzschlag, alle möglichen physischen Veränderungen. And sharp pains. Oder starke Schmerzen. In different parts of the body, but it's very fast gone, you know. Die many more colonies in different locations that you won't know the name of anyway. You wouldn't recognize the names. Aber es gab noch viel mehr Kolonien, deren Namen euch heute nichts mehr sagen würden. No, because it's not in your history. Weil das nicht ein Teil eurer Geschichte ist. Yeah. So they set up these colonies and the ones that remained behind on the home planet had decided to accept their fate. So haben sie also die Erde kolonisiert und diejenigen von ihnen, die auf den vier Planeten in unserem Sonnensystem zurückgeblieben waren, haben sich in ihr Schicksal gefügt. And but they decided they would spend their last few moments in meditation and thankfulness that at least part of their relatives and their colonies of people were on the earth safe, you know. Sie haben entschieden, dass sie die letzten Stunden ihrer Existenz in Meditation und Dankbarkeit verbringen würden, denn sie waren dankbar und glücklich dafür, dass Teile ihrer Bevölkerung und Teile ihrer Verwandten auf der Erde weiter existieren würden. And then the spiritual hierarchy gave them a special blessing. Und dann gab ihnen die spirituelle Hierarchie einen besonderen Segen. That their cities and their cultures would be transformed and living on another frequency, in another dimension. They would be taken, the whole societies, rather than to cease to exist, so they would continue to exist in another dimension. Der Segen bestand darin, dass ihre Kultur, ihre Gesellschaften, ihre Städte, sie selbst weiter existieren würden, nur nicht mehr in der physischen Ebene, sondern in einer höheren Frequenz. But they'd still be able to communicate with their relatives on the earth. Aber sie wussten auch, sie werden weiterhin mit ihren Verwandten auf der Erde kommunizieren können. And of course they built hidden temples all around the earth and were told that they had to hide them from the beings that weren't so far advanced. So the temples were in different locations all over the earth and it allowed them to communicate with their ancestors in the other dimension and to manifest technology that they needed here on the earth. Sie bekamen, die Menschen auf der Erde haben Tempelanlagen errichtet, verborgene Tempelanlagen. Sie haben sie beschützt und versteckt gehalten, weil sie ja nach wie vor wussten, dass nicht so weit entwickelte Wesen in diesem Sonnensystem oder überhaupt im Universum existieren. Sie haben diese Tempelanlagen errichtet, um mit ihren Verwandten in einer anderen Dimension auf den Heimatplaneten weiterhin telepathisch zu kommunizieren und auch um Technologie und anderes zu manifestieren. So the people on Earth were very happy and they felt very lucky too. Und so haben auch die Menschen auf der Erde sich sehr glücklich gefühlt und waren dankbar. And of course they had beautiful colonies and beautiful cities and temples. Ich möchte euch jetzt dafür danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier zu sein. And I hope you decide to spend some more of your time with me. Und ich hoffe, dass ihr euch dafür entscheidet, noch ein wenig mehr Zeit an diesem Wochenende mit mir zu verbringen. And I'd like to say a Venusian greeting. Ich möchte jetzt einen venusischen Gruß euch geben, um auf Wiedersehen zu sagen. Which means may the universal love and blessings be. Das bedeutet, möge die universelle Liebe und Segnungen sein. Amul Abaktu Barakavishad. Das kann ich nicht übersetzen. Habe ich ja schon. But that was Venusisch. Yeah. Where is your? Can you repeat? Amul Abaktu Barakavishad. Correct. And we have the handbooks out there that have the lecture from today in it.
And the true story of Christ is in there, along with some Venusian script and the translation of the Venusian script. Wir haben draußen noch unsere Broschüre auszulegen. Das ist also das Manuskript dieses Vortrags, die unbekannte Geschichte. Dann enthält es noch die wahre Geschichte von Jesus Christus und ein venusisches Schreiben mit englischer und deutscher Übersetzung. Das ist für 5 Euro zu erhalten. Dann it's, haben wir noch ein paar Bücher. It's thought forms. It's telepathic thought. That are put down on papers, that's so that you can see symbols. Yeah. Diese venusische Schrift enthält telepathische Gedankenformen. Yeah. So it's not a spoken language. Das ist keine gesprochene Sprache. Each symbol is a thought. Jedes Symbol symbolisiert einen Gedanken. And this letter was given to George Adamski by another uncle of mine, Orthon, in 1952. Dieses Schreiben wurde 52 etwa von einem meiner venusischen Onkel Orton an George Adamski übergeben. He was one of the first contacts that made himself publicly known here of the Venusian people. Er war einer der ersten Kontaktler mit den Venusiern, der dann auch groß in die Öffentlichkeit gegangen ist. Yeah, a long time ago. Ist schon eine Weile her. And my uncle Orthon and my uncle Odin and Omnic were all our names start with zero, you know. Mein Onkel Orton, mein Onkel Odin und ich Omnek, wir alle fangen mit dem Null im Namen an. Yeah, our family. Das ist unsere Familie. At least our Earth name. Das ist unser Erdname. We have to have a name when we do our spiritual work and we choose a name with an O. Yeah. Wir brauchen einen Namen, um unsere spirituelle Arbeit zu machen, und wir wählen einen Namen mit O. Yeah, and Omnek werden. And you know, this happened a long time ago, and a lot of the beings that have to do the genetic manipulation and controlling here on Earth are now reincarnated, and they're also making an effort to correct this problem. Es sind auch sehr viele Menschen heute wiedergeboren, die damals an der genetischen Manipulation beteiligt gewesen sind und die jetzt hier ihre Chance nutzen, um das wieder gut zu machen. And so we had thousands of beings from different galaxies and from different dimensions meeting for hundreds of years to decide what we could do. Seit tausenden von Jahren. Can you repeat it? Yeah, for hundreds of years we've been having meetings to decide what we could do to remedy the difficult situation on Earth. Also seit hunderten von Jahren laufen Gespräche darüber ab, um ein Mittel zu finden, um die Erde zu retten. And we made a decision that we could create a transformation for the Earth, a transformation process. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass die Erde durch einen Transformationsprozess gehen muss. And everybody was instructed as to what they could do. Jeder hat seine Anweisungen erhalten und Klarheit darüber, was zu tun ist. And it takes the effort of many beings from many different dimensions and galaxies to make this decision, because they all have a part of what has happened to the Earth. Es sind unzählige verschiedene Wesen und Menschen und aus der physischen und der nicht physischen Welt an dieser Entscheidung beteiligt, denn alle haben ein Interesse daran und sind damit beschäftigt, die Transformation durchzuführen. Yeah, because they're responsible. Denn sie alle sind irgendwie mitverantwortlich. And they've been a part of this earth at one time or another. Und zu irgendeiner Zeit waren sie alle mal ein Teil dieser Erde. A lot of people have reincarnated in this lifetime for this purpose, to serve also. To be a part of this transformation process. Und viele Menschen sind auch in diesem Leben inkarniert, um diesem Zweck zu dienen, ein Teil dieses Transformationsprozesses zu sein. The nature spirits were instructed to change the frequency of their sounds. Die Naturwesen wurden auch angewiesen, die Frequenz ihrer Töne zu verändern. Yeah, to change the frequency. Um die Frequenz zu verändern. And motherships are located at special places around the earth. Und an verschiedenen Plätzen um die Erde herum befinden sich große Mutterschiffe. And they're vibrating at a frequency that's not visible to the human eye. Our
if we didn't have this transformation process, you would lose more and more of your free will that's left to the government and the societies here. Wenn wir jetzt nicht durch diesen Transformationsprozess gehen würden, würdet ihr noch viel mehr von eurem freien Willen verlieren. Entsprechende Pläne gibt es schon. They have lots of plans for you that you don't know. Es gibt viele Pläne, die euch nicht bekannt gemacht werden. Yeah, to make you perfect. Euch perfekt zu machen. Hard working. Schwer arbeitende, starke Menschen zu sein. Don't ask any questions. Nicht keine Fragen zu stellen. Just do what you're told. Nur das tun, was euch gesagt wird. Yeah. And I think that you have a right to understand. Ich denke, ihr habt ein Recht zu verstehen. And to be what you wish to be. Und ihr habt das Recht zu sein, was ihr zu sein wünscht. And return to the human beings that we were created to be. Und zu dem zurückzukehren, zu diesem menschlichen Stadium, so wie wir erschaffen waren. And that's what your ancestors want. Und das wollen eure Vorfahren. Yeah, they want to see you regain all of these rights that have been taken away. Sie wollen, dass ihr all diese Rechte und Fähigkeiten und alles wieder zurückbekommt, was euch mal genommen wurde. And the truth return to you. Die Wahrheit soll zurückkehren. And I hope to see some of you in the workshop. Ich hoffe, dass ich einige von euch dann am Wochenende jetzt wiedersehe im Workshop. Because we always form kind of a family. Es entsteht immer so etwas wie ein Familiengefühl. Yeah, it's like I say I'm collecting my soul family. Ich sage immer, ich sammle meine Seelenfamilie zusammen. And you can't leave the workshops ever the same person that you were when you came. Wenn ihr aus dem Workshop wieder herausgeht, dann könnt ihr nicht mehr dieselbe Person sein wie vorher. Because you don't have the same perception or the same thoughts. Weil ihr nicht mehr dieselben Gedanken habt und nicht mehr dieselbe Sichtweise. Because then you have a total view of what you yourself are. Denn ihr bekommt einen kompletten Überblick über das, was ihr selbst seid. And you know what love really is. Und ihr erlebt auch und erfahrt auch, was Liebe wirklich ist. You know, your concept of love is, I love you because, I love you if, and it's always with something attached. Die Liebe, die euch vertraut ist, ist immer mit irgendwelchen Bedingungen verbunden. Ich liebe dich, wenn du, ich liebe dich, weil du. But not the kind of love that God has. Aber das ist nicht die Art von Liebe, die Gott hat. The Creator just loves you because you exist. Der Schöpfer liebt euch einfach nur aus dem Grund, weil ihr existiert. And for no other reason. Aus keinem anderen Grund. And that's how we have to learn. Wenn Land aufhaltet, wo es keine Stühle gibt, dann existiert die Wirklichkeit Stuhl überhaupt nicht. So that's only the different perceptions of one small reality. Das sind also nur ein paar verschiedene Wahrnehmungsweisen, eine kleine Wirklichkeit betreffend. And that's what you're going to learn to do in the workshop, is to have a perception of reality as a whole. Und das ist das, was ihr im Workshop lernt, nämlich eine Wahrnehmung des Ganzen zu erhalten. To see everything from the soul point of view. Alles aus dem Seelenstandpunkt zu betrachten. To see it as reality, as it is. Die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. And not as somebody else wants you to see it. Und nicht so, wie sie irgendjemand anderes möchte, dass ihr sie seht. You know, people have concepts and ideas about me and about how I should look and what I should do of course, I don't fit any of these concepts. Viele Menschen haben auch klare Vorstellungen und Konzepte darüber, wie ich sein soll und wie ich auszusehen habe und was ich zu tun habe. Und ich passe in diese Konzepte nicht. Because I'm going to live my life according to what I want to do and how I wish to live. Denn ich lebe mein Leben demgemäß, was ich tun will und wofür ich mich entscheide und was ich will. And not the concepts of what other people think is spiritual. Und bestimmt entspreche ich nicht immer den Konzepten, was andere Menschen denken, was spirituell zu sein hat. You know, you have an idea and a concept of what spiritual is. That's just an idea and a concept. That's not reality. Ihr habt eine Ahnung, eine Idee, eine Vorstellung darüber, was spirituell ist, aber das ist nichts weiter als eine Idee. Yeah. I'm very much like other people, you know. Ich bin sehr anderen Menschen sehr ähnlich. I just don't think like other people. Ich denke nur nicht so wie andere Menschen.
I exist in your world, and of course I function about the same way. Aber ich existiere hier in eurer Welt und ich funktioniere natürlich in einer ähnlichen oder genauso. Yeah, because I chose a physical body. I manifested a physical body to function in your society. Denn ich habe einen physischen Körper manifestiert, um hier in eurer Gesellschaft zu leben. So I could communicate with you. So dass ich mit euch sprechen und kommunizieren kann. And I think that human beings have a tendency to judge each other. Die Menschen haben die Tendenz, sich gegenseitig zu verurteilen. And I don't think that anyone has the right to judge another person. Und ich denke nicht, dass irgendjemand das Recht hat, jemand anderen zu verurteilen. You have to pay attention to your own life. Ihr müsst euer eigenes Leben Aufmerksamkeit geben. And let the other persons be what they decide to experience. Und lasst die anderen Menschen selbst entscheiden, was sie erfahren möchten. Yeah. Because that's what they'll do anyway. Und Informationen herbekommen haben. Und auch daher immer die Informationen, was halt als nächstes ansteht. So they had a purpose for their living, for their life, you know. Sie hatten also einen Lebenszweck, eine Absicht. And they knew that the purpose of life was to serve a purpose. Once that you serve this purpose, then you've completed this life and you continue on your evolution. Sie wussten, dass der Grund des Daseins der war, einem Zweck zu dienen. Und wenn dieses erfüllt sein würde, würde sich die Existenzform verändern und man würde in die nächste Erfahrung gehen. And so they were directed by some higher powers, like the ascended masters and so on, that they were to travel to this solar system here. Und so bekamen sie von ihren aufgestiegenen Meistern zum Beispiel die Information, eine Reise in dieses Sonnensystem zu unternehmen. And there was four different races from four different directions coming in huge motherships to this solar system here. Und so kamen von vier fernen unterschiedlichen Galaxien, vier unterschiedlichen Richtungen diese vier Rassen in dieses Sonnensystem mit ihren großen Mutterschiffen. I say the red race, and the white race, the black race, and the white race. And this is only speaking in earth terminology, so that you get a concept of these four races. Um das Verständnis zu erleichtern, benutze ich die Worte die schwarze Rasse, die rote Rasse, die gelbe Rasse und die weiße Rasse, einfach nur um Worte zu benutzen, dass ich das erklären kann. Yeah. It's just a way of categorizing it, although I don't really like this terminology. Ich mag diese Terminologie und diese Wortwahl auch nicht so super gerne, aber es dient dazu, es eben zu kategorisieren. And of course they were all heading for this galaxy at the same time in this solar system in their big ships, and they had to search for planets to be their new home. Was sie also zu tun hatten, war, mit ihren großen Mutterschiffen in dieses Sonnensystem zu reisen und hier Planeten ausfindig zu machen, vier Planeten, die ihr neues Zuhause werden sollten. And of course they were choosing a planet that was similar in the environment and the size of their own planet. Und natürlich haben sie jeweils sich einen Planeten ausgewählt, der ihrer gewohnten Umgebung möglichst ähnelte. Excuse me. So the black race chose Jupiter as its home. So hat die schwarze Rasse den Planeten Jupiter ausgewählt. And the red race chose Saturn. Und die rote Rasse den Saturn. And then the yellow race chose Mars. Und die gelbe Rasse den Mars. Wenn ihr Angst habt und Angst verspürt, gebt ihr den negativen Kräften, die diese Gesellschaften kontrollieren, nur Kraft. Yeah, you're giving it energy. Ihr gebt Energie. And you're not aware of the energy that you have and what you can do with this energy. Und ihr seid euch über eure Macht und eure Kraft, eure Energie nicht bewusst und was ihr damit alles tun könnt. Yeah, you're not aware that every thought has potential, you know. Ihr wisst vielleicht nicht, dass jeder Gedanke ein Potenzial in sich trägt. Yeah, and that with this thought that you can create or destroy. Mit diesen Gedanken erschafft und zerstört ihr. And you should of course have the free will to use this power rather than being manipulated to use it in another way. Natürlich müsst ihr diese Kraft für euch selbst benutzen, anstelle dass ihr sie
benutzen Last durch Kontrolle und Manipulation anderer. And you have to accept the fact that reality is a matter of perception too. Und auch die Wirklichkeit ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Yeah. If you take a stool that you're sitting on the chair. Wenn ihr euch einen Stuhl vorstellt, auf dem ihr jetzt gerade sitzt. This is one reality. Das ist eine Wirklichkeit. And this stool seems relatively small and comfortable for us to sit on. Und dieser Stuhl erscheint uns relativ klein und gemütlich, um drauf zu sitzen. But to an insect, it's a very large object. Aber für einen Insekt ist das ein sehr großes Objekt. And to you, it's solid. Für euch ist es fest. But for a photon, it's a collection of atoms, and it can pass right through. Aber für ein Photon ist ein Stuhl nichts als eine Ansammlung von Atomen, durch die es geradewegs hindurchfliegen kann. And to you, the stool sitting still. Aus eurer Perspektive steht der Stuhl still. But if you're in a spaceship, the chair is rotating with the planet. Aber wenn ihr in einem Raumschiff seid, dann rotiert der Stuhl gemeinsam mit dem Planeten. And if you're in a country, of course, where they've never seen or even had a concept of the chair, then it is not even a reality. Und wenn ihr euch in einem Land aufhaltet, wo es keine Stühle gibt, dann existiert die Wirklichkeit Stuhl überhaupt nicht. So that's only the different perceptions of one small reality. Das sind also nur ein paar verschiedene Wahrnehmungsweisen, eine kleine Wirklichkeit betreffend. And that's what you're going to learn to do in the workshop, is to have a perception of reality as a whole. Und das ist das, was ihr im Workshop lernt, nämlich eine Wahrnehmung des Ganzen zu erhalten. To see everything from the soul point of view. Alles aus dem Seelenstandpunkt zu betrachten, dass der Grund des Daseins der war, einem Zweck zu dienen. Und wenn dieses erfüllt sein würde, würde sich die Existenzform verändern und man würde in die nächste Erfahrung gehen. And so they were directed by some higher powers, like the ascended masters and so on, that they were to travel to this solar system here. Und so bekamen sie von ihren aufgestiegenen Meistern zum Beispiel die Informationen, eine Reise in dieses Sonnensystem zu unternehmen. And there was four different races from four different directions coming in huge motherships to this solar system here. Und so kamen von vier fernen unterschiedlichen Galaxien, vier unterschiedlichen Richtungen, diese vier Rassen in dieses Sonnensystem mit ihren großen Mutterschiffen. I say the red race and the white race, the black race and the white race. And this is only speaking in Earth terminology, so that you get a concept of these four races. Um das Verständnis zu erleichtern, benutze ich die Worte die schwarze Rasse, die rote Rasse, die gelbe Rasse und die weiße Rasse, einfach nur um Worte zu benutzen, dass ich das erklären kann. Yeah. It's just a way of categorizing it, although I don't really like this terminology. Ich mag diese Terminologie und diese Wortwahl auch nicht so super gerne, aber es dient dazu, es eben zu kategorisieren. And of course they were all heading for this galaxy at the same time in this solar system in their big ships, and they had to search for planets to be their new home. Was sie also zu tun hatten, war mit ihren großen Mutterschiffen in dieses Sonnensystem zu reisen und hier Planeten ausfindig zu machen, vier Planeten, die ihr neues Zuhause werden sollten. And of course they were choosing a planet that was similar in the environment and the size of their own planet. Und natürlich haben sie jeweils sich einen Planeten ausgewählt, der ihrer gewohnten Umgebung möglichst ähnelte. Excuse me. So, the black race chose Jupiter as its home. So hat die schwarze Rasse den Planeten Jupiter ausgewählt. And the red race chose Saturn. Und die rote Rasse den Saturn. And then the yellow race chose Mars. Und die gelbe Rasse den Mars. And the white race chose Venus. Und die weiße Rasse hat die Venus ausgewählt. These are some of the oldest planets in our solar system at this time. Das sind die zu der Zeit ältesten Planeten in diesem Sonnensystem gewesen. Because they were complete planets rotating around the sun, the central sun. Sie waren schon vollständige entwickelte Planeten, die rotierend um die Sonne sich bewegt haben.
And of course they had a physical environment stand. Wir kommen zu dem Punkt, wo eine Veränderung stattgefunden hat und dann versteht ihr das ganze Gesamte besser. Of course, a lot of the human beings that visited the Earth were interested in the technology from the human beings here. Viele Menschen, die die Erde besucht haben, waren an der hochentwickelten Technologie interessiert. And of course, we couldn't allow ourselves to share this technology because we couldn't be responsible for it being used in a negative way or destructive way. Wir hatten jedoch von unserem inneren Gefühl her nicht die Möglichkeit, unsere hohe Technologie mal so eben mit jedem zu teilen, denn wir würden ja selbst die Verantwortung dafür tragen müssen, wenn sie missbraucht werden würde. Because our technology, as advanced as it is only used for the benefit denn of human beings. So entwickelt unsere Technologie auch ist, sie dient ursprünglich nur dem Nutzen, zum Guten für die Menschen. And so these visiting human beings, you know, they try to start like conflicts among the people themselves and divisions, you know, at one time or another, because they were interested in getting this technology and this information. Diese besuchenden Menschen, die haben dann versucht, hier Zwietracht zu säen und Konflikte zu erzeugen, um irgendwie an diese Technologie heranzukommen. And it came to the point where that they then declared war against the colonies here on Earth to get this technology by force. Und dann kam es sogar bis zu dem Punkt, wo sie den Kolonien hier auf der Erde den Krieg erklärt haben, um dann eben mit Gewalt an die Technologie zu kommen, die sie wollten. And the people here, the only decision that they made was to send the younger generation and teachers and spiritual and scientific people into hiding in nature on the Earth. Und alles, was die Menschen hier dann erstmal getan haben und tun konnten, war, ihre jüngeren Generationen und Lehrer und Wissenschaftler in die Natur zu schicken, um sich zu verstecken. And the elders decided to stay with the colonies themselves, and they would destroy the colonies and their technology to keep it from the hands of these invading people. Und die Älteren haben entschieden, in ihren Städten zu bleiben und sich selbst und beziehungsweise ihre Technologie zu zerstören, damit das nicht in die Hände der Eindringlinge fallen würde. And as I said, they had no fear of death. Wie ich schon sagte, sie hatten ja keine Angst vor dem Tod. And they knew that eventually that their people could return to the hidden temples and rebuild the colonies and get the technology. Then the Thandorol and the Dinoid and the Reptoid beings mutated into this large uncontrollable species. Und so mutierten dann die Menschen mit der Zeit in die Neandertaler, wie sie euch bekannt sind, und die Reptiloiden und Dinoiden unter anderem in diese riesig großen Dinosaurier, die uns bekannt sind. Yeah, and they lost their intelligence. Und da war die Intelligenz auch jeweils komplett verloren gegangen. So they only had then the instinct for survival. Sie hatten nur noch den Instinkt, um zu überleben, übrig. Yeah. And so the Earth was in the middle of, because of the one moon being destroyed, also had earthquakes and volcanoes and storms and tidal waves, and so it was in a really bad shape, you know. Die Erde war insgesamt auch deshalb noch in einem besonders schlechten Zustand, weil der eine Mond, wie gesagt, zerstört wurde, und daher gab es viele Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, große Überschwemmungen und Stürme. And of course the giant beings were eating all of the vegetation that was available. Und die riesigen Wesen, die haben die ganze Vegetation aufgegessen. And whatever animals were available. Und natürlich und auch die Tiere, die zur Verfügung standen. And I think sometimes the humans also. So they had to really fight for survival. Und ich meine auch, deswegen hatten sie auch nicht leicht hier überleben. The four races felt very sad because the Earth was in such a condition, and they were working calculating what they could do. Die vier Aspekten der Raumstand haben schwer daran gearbeitet, auszufinden und Lösungen zu finden, was sie für die Erde tun können. And they calculated and realized that a giant comet was entering into the atmosphere of the Earth. Und mit ihren technischen Möglichkeiten konnten sie errechnen und feststellen, dass ein großer Komet
auf dem Weg in dieses Sonnensystem waren und sie konnten ihn in die Erde, in einen der Ozeane auf der Erde dirigieren. They decided that they would guide it with their technology and they would direct this comet to crash in one of the large oceans. Sie haben das, die Entscheidung getroffen, diesen Kometen zu veranlassen, in einen der Ozeane hineinzustürzen. Because they knew that with this radiation cloud that was around in the Earth, that if they could create a cloud of steam also around this, that they could neutralize it, the radiation, and clean the Earth. Sie wussten, ihr Plan war, die radioaktive Verseuchung auf der Erde natürlich zu reinigen. Und dies taten sie mittels Neutralisierung, die dadurch entstand, dass sie durch diesen Einschlag des Kometen würde sich um die radioaktive Wolke eine Wolke aus Dampf bilden. And of course, that meant that the sun unknown to Regierungen und die Abhängigkeit der Menschen von denen, die herrschen und die reich sind. And of course you're taught to think that you really need them to survive. Und ihr seid gelehrt worden, dass ihr die braucht, um zu überleben. And it's the other way around. In Wahrheit ist es aber alles genau andersrum. Because they need you in order for their big societies and corporations to survive. Denn in Wirklichkeit brauchen sie euch, um zu überleben, damit alle ihre Dinge funktionieren. Yeah, and you don't have much room for your own thinking, for your own feelings, or what you think is correct, or how you would like to live. Und so habt ihr nicht mehr besonders viel Raum innerhalb von euch, um zu spüren, was für euch richtig und stimmig ist und wie ihr euer Leben gestalten möchtet. And since you can't have communication with your ancestors in the other dimension, it's very difficult for the people on Earth. Und da ihr die Fähigkeit nicht mehr habt, mit euren Vorfahren und mit anderen Wesen in anderen Dimensionen normalerweise zu kommunizieren, ist die ganze Situation hier auf der Erde sehr schwierig. And we've tried for thousands of years to get this information back to the people of the Earth. Seit tausenden von Jahren sind wir bemüht, diese Information den Menschen hier zurückzugeben. Yeah, because it's part of their birthright to have this information and this knowledge. Denn es ist ein Teil eines jeden, es ist das Geburtsrecht eines jeden Menschen, dieses Wissen und diese Information für sich zu haben. And we've sent prophets and we've sent teachers and seeded people here, you know, to grow up in these societies, but they're always affected by the genetics of the people that they come from, you know, so it's always difficult. Wir haben Propheten geschickt und Lehrer geschickt und auch viele Menschen hier, die hier geboren sind, und aber sie wurden dann durch diese Genetik, die in den Körpern sind, in denen sie hier geboren sind, natürlich auch wiederum, sie haben es nicht leicht, mit den Informationen zu den Menschen durchzudringen. And we try to appeal to the governments, of course, in the 50s and the 40s. Kontakte mit den Regierungen aufgenommen in den 40er und 50er Jahren. But they're not interested in our spiritual information and in presenting the truth to the people. They don't want the change. Aber sie sind nicht an den spirituellen Informationen interessiert und auch schon gar nicht daran, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Because they know that it will create change in their society. Denn sie wissen, dass wenn dieses Wissen allen Menschen wieder zur Verfügung steht, dass dann eine sehr große Veränderung in den Gesellschaften und die Reptiloiden und Dinoiden unter anderem in diese riesig großen Dinosaurier, die uns bekannt sind. Yeah, and they lost their intelligence. Und da war die Intelligenz auch jeweils komplett verloren gegangen. So they only had then the instinct for survival. Sie hatten nur noch den Instinkt, um zu überleben, übrig. Yeah. And so the Earth was in the middle of, because of the one moon being destroyed, also had earthquakes and volcanoes and storms and tidal waves, and so it was in a really bad shape, you know. Die Erde war insgesamt auch deshalb noch in einem besonders schlechten Zustand, weil der eine Mond, wie gesagt, zerstört wurde, und daher gab es viele Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, große Überschwemmungen und Stürme.
And of course the giant beings were eating all of the vegetation that was available. Und die riesigen Wesen, die haben die ganze Vegetation aufgegessen. And whatever animals were available. Und natürlich und auch die Tiere, die zur Verfügung standen. And I think sometimes the humans also. Und they had to really fight for survival. Und ich meine auch die, deswegen hatten sie auch nicht leicht hier überleben. The four races felt very sad because the earth was in such a condition and they were working carefully what they could do. Die vier Planeten der Raumzeit im Stand haben schwer daran gearbeitet, auszufinden und Lösungen zu finden, was sie für die Erde tun können. And they calculated and realized that a giant comet was entering into the atmosphere of the Earth. Und mit ihren technischen Möglichkeiten konnten sie errechnen und feststellen, dass ein großer Komet auf dem Weg in dieses Sonnensystem war und sie konnten ihn in die Erde, in einen der Ozeane auf der Erde dirigieren. They decided that they would guide it with their technology and they would direct this comet to crash in one of the large oceans. Sie haben das, die Entscheidung getroffen, diesen Kometen zu veranlassen, in einen der Ozeane hineinzustürzen. Because they knew that with this radiation cloud that was around in the Earth, that if they could create a cloud of steam also around this, that they could neutralize it, the radiation, and clean the Earth. Sie wussten, ihr Plan war, die radioaktive Verseuchung auf der Erde natürlich zu reinigen. Und dies taten sie mittels Neutralisierung, die dadurch entstand, dass sie durch diesen Einschlag des Kometen würde sich um die radioaktive Wolke eine Wolke aus Dampf bilden. And of course, that meant that the sun, unknown to most people, is a radiating kind of in heat, and it interacts with the gravitational field of the Earth. And this is what creates the heat and the warmth for the planet and the gravity. Die Sonne ist eine, And then they were able to nullify the radiation through the damp thing when they were freezing it, and then they were able to nullify. Also diese wissenschaftlichen Ausdrücke. It made jedenfalls it diese Wolken, die sich um die Erde herum gebildet haben durch den Einschlag, haben es der Sonne unmöglich gemacht, mit dem Gravitationsfeld der Erde zu interagieren. Dadurch wurde eine Kälte, eine extreme Kälte erzeugt auf der Erde und damit, dass die radioaktive Verseuchung neutralisiert und der Planet langsam gereinigt. Das ist das Wichtigste. Yeah, and it of course killed the und hat natürlich die mutierten Wesen getötet. Yeah, of course you've heard of the Ice Age, you know this. Und ihr habt auch von der Eiszeit schon gehört. Yeah, of course I don't know what their explanation for it is. Ich weiß gar nicht genau, wie die Wissenschaftler das erklären. But anyway, after several years, then they neutralized the radioactivity and the earth was cleaned once again, the atmosphere. They set about once again to go to different galaxies and bring the life forms once back, you know, the minerals, the plants, they did the whole thing over again. Was sie also taten, war, nachdem die Erde durch ihren Reinigungsprozess durchgegangen war und alles wieder im ökologischen Gleichgewicht war, so gut es eben ging, flogen sie erneut in die vier in alle möglichen Richtungen und brachten wieder Mineralien, Pflanzen und Tiere, um die Erde neu zu bevölkern. Yeah, with great patience they did it once again. Mit sehr viel Geduld und Liebe haben sie es alles nochmal gemacht. And so the earth was once again a beautiful paradise. Und so wurde die Erde wieder noch einmal zu einem wunderschönen Paradies. Except for the effects of the one moon, they still had problems with the tidal waves and storms and the weather conditions weren't very harmonic enough. Nur die Klimaverhältnisse waren nicht so einfach zu reparieren und wieder ins Gleichgewicht zu bringen, denn der zerstörte Mond sorgte schon dafür, dass es viele Fluten und Veränderungen der Gezeiten und so weiter auf der Erde gab. And meanwhile they found out that their home planets they had chosen were going into a natural cycle, a dormant state that couldn't support physical life. It wouldn't have any oxygen, it wouldn't have any plants or any means of support anymore for humans. Und zwischenzeitlich haben sie außerdem erfahren, dass ihre eigenen Planeten hier in unserem Sonnensystem durch ein dass sie sich weiterentwickeln und durch eine Art Schlafstadium gehen würden, wo sie kein physisches Leben mehr beherbergen können. Das heißt,
Sie wussten, ihre Planeten, sie können dort nicht mehr leben. And so what they decided to do then was to send colonies to the Earth. And they took as many people as